Erstmal das andere, ja? Wir gucken jetzt erstmal Clippy. Wir sind jetzt bei Strömchips Germany. Wartet mal. Chat, macht es euch gemütlich. Wir schauen jetzt gemeinsam ein bisschen Strömchat Germany. Lehnt euch zurück. Gönnt euch ein Uwu. Wo ist der richtige Knopf? Gönnt euch ein Uwu, lehnt euch zurück und genießt die Zeit. Oder sowas in die Richtung. Mal gucken, was Clippy da gezeichnet hat. Und wie Unge sagen würde, wir gehen da rein. Chat hat mehr Platz als die Matze Mod-Keller. Ja. Und ich darf mir dann... Doppelt. Doppelt! Kiki, du bist so eine Nudel. Was kannst du eigentlich? Nicht mal, dass der Ton nicht doppelt ist, kriegst du hin. Du kriegst es ja nicht mal hin, dass der Ton nicht doppelt ist. Und ich darf mir dann wieder angucken von irgendwelchen Leuten im Lurk, die mich nicht mögen. Oha, guck dir das an, ne? Und das nennt man Content? Ja, das ist Content, wirklich? Das nennt man so wirklich so eine Scheiße? Schauen sich die Leute an, ne? Actually, manchmal frage ich mich, also, häufig frage ich mich, warum lurkt man bei jemandem, den man nicht... Zeigt euch. Zeigt euch Lurker, die nur über mich herziehen. Ich weiß, dass ihr da seid. Doni fetzt schon. Doni ist super. Ich mag ihre Energy so gerne. Zeigt euch. Wer ist nur hier, um über mich herzuziehen? Hallo, Carbon Winter. Ah, Hallöchen. Ja, Sasuke, bei dir weiß ich das ja schon. Bei dir weiß ich das ja schon. Ist okay, ist okay. Wenn ihr Spaß dabei habt, dann nenne ich das Content. Hallo, Abdry. Lurken bei Leuten, die man nicht mag, ist echt merkwürdig. Leute, bei euch, also wenn ich euch ein Lachen ins Gesicht zauber, weil ihr denkt, was eine Scheiße macht ihr da eigentlich, dann bin ich super zufrieden. Dann bin ich super zufrieden. Ich bin wegen deiner Tollpatschigkeit hier. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich bin nicht tollpatschig. Ich hab alles im Griff. Kukulus. Kukulus? Darf ich heute Nacht bei dir schlafen? Ich habe in mein Bett geschissen. Das ist Chat. Das ist Chat. Chat, das seid ihr. Legit. Legit, ich... Hallöchen, Diamond King. Also wirklich, Chat, das seid ihr. Das ist die Definition von Chat. Ich sag so, hey, haut mal Flachwitze raus. Und Chat ist so, ja, genau, das ist genau mein gutes Talent. Ich bin gut im Flachwitze rausholen. Chat ist so... Du hast jemanden gesucht, der dir Flachwitze erzählt. Say no more, I'm here to save your day. Und anstatt dass Chat Flachwitze rausholt, ist Chat dann so... Du, weißt du, die Sterne heute sind so schön. Kannst du mir einen runterholen? Und dann finden die sich richtig krass. Das ist Chat! Das ist Chat! Chat, das seid ihr! Das seid ihr. Genau so. Ich hab euch durchschaut. Ach, sprich, auf eine Stufe damit stellst. Nee. Hallo, I have bad aim. Den muss ich mir merken. Weißt du, wenn du... America, wenn du einen wirklich guten Anmachspruch möchtest, dann hör mir zu. Ich sage ihn nur einmal. Schreibt mit. Holt euch eure Zettel hinterm Ohr hervor, ja? Der beste Anmachspruch. Meine Liebe zu dir ist wie Durchfall. Ich kann ihn einfach nicht zurückhalten. Damit kriegt ihr jede rum. Hundertprozentig. Aber wenn ihr jetzt in eure Waifu... Ja, also wenn ihr jetzt in den Stream von eurer Waifu geht und das da reinschreibt und ihr dann gebannt werdet, dann habe ich damit nichts zu tun, okay? Dann habe ich damit nichts zu tun. Aber es ist ein Versuch wert. Ich meine das ernst. Das ist ein Versuch wert. Also der zieht immer. Du kriegst auf jeden Fall eine Reaktion. Hallo, Norfisk. Das Chat ein Spiegel von dir ist. Wer sagt das jetzt über dich? Ist okay, ich stehe dazu. Okay, was? Nein! Ich gehe jetzt auf Insta, suche irgendein Mädel und schreibe ihr das. Oh no, ist das schon sexuelle Belästigung? Meine Liebe ist zu dir ist wie Durchfall. Ich kann es einfach nicht zurückhalten. Du sollst es nicht mir schreiben, du sollst es deiner Waifu schreiben. Mann, Schocksor, you have one job. Weißt du, die Aufgabe ist simpel. Die Aufgabe ist simpel. Du sollst diesen Anmachspruch deiner Waifu schreiben. Wie kannst du denn selbst das verkacken? Mucki genauso. Was ist denn mit euch? Müssen wir nochmal Leseverständnis, Hörverständnis durchgehen? Hast du viel mit Ash geflirtet? Ich esse jetzt einen Schokobonbon. Wundert dich nicht, wenn es jetzt bei dir im Chat immer mal wieder steht. Ich hab das manchmal als Titel. Ich hab diesen Anmachspruch manchmal als Titel. Hallo Grim, alles gut.
Vielleicht bist du seine Waifu. Schon mal daran gedacht? Nee. Wenn es denn das ist, so als würdest du durch Null teilen. Das macht man nicht, das sagt man nicht, das denkt man nicht. Da denkt man nicht mal dran. Kiki als seine Waifu zu haben, ist genauso verboten, wie durch Null zu teilen. Hm. Black Eyes, danke für den Resub. Kann Kiki keine Waifu sein? Nein. Mathematisch unmöglich. Mathematisch unmöglich. Jetzt hast du gesagt, du solltest deine Waifu schreiben und wir sind immer noch im Twitch-Chat. Mathematisch unmöglich! Wieso ist das verboten? Keine Ahnung, fragt die Mathematiker, warum man nicht durch Null teilen darf. Kann man in der Chemie nicht durch Null teilen? Ja, in der Chemie sind auch alle high oder drunk. Eins von beiden. Drunk und high von den Lösemitteln. Servus, Chat! Hallo, Domit! Und nicht Waifu. Guck, Domit macht es richtig. Nein, die können das. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein. Ganz ehrlich, aber würde. Also, nochmal kurz zurück zu dem Clip. Würde, oder? Vielleicht ist mathematisch nicht unsere Stärke. Vielleicht ist mathematisch nicht unsere Stärke. Kies Cousine. Seht ihr? Ich bin eure Cousine. Ich bin eine fünfte Freundin. Wie viele Freundinnen hattest du denn schon? Vier. Das ist ein Anmachspruch. Actually schon, aber zuerst habe ich gedacht, du willst, also das ist so ein Haremspruch. Jackie! Was hat Jackie da gemacht? Sind wir auf der falschen Seite? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, wir sollten nicht im Bild von diesem, im Bild vom Bild sein. Ich sehe viele Ginger Swipe. Ich bin gespannt. Hatte Jackie da Geburtstag? Sieht so aus, als wäre das eine Party. Wenn Jackie da nicht Geburtstag hatte, dann tut es mir leid, dass ich das gerade assumed habe. Du bist wie ein Stern, zum Glück nicht weit von, nicht, zum Glück weit von mir weg. Negative Riss. Boah, den merke ich mir. Den merke ich mir. Das war ihr Geburtstag. Ey, ich bin gut. Alles Gute nachträglich! Zwei Vape-Köpfe davon wegzuhauen, nachdem ich schon eine Flasche Wodka in mir drin hatte. Also. Aha. Freya! Hallo Freya, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Hallo. Habt ihr das auch? Also. Eine ganze? So, also, die Wodka-Flaschen sind ja auch noch so dick, ne? Also, da ist ja immer so viel drin. Okay, wie? Teilen durch Null ist erlaubt und möglichst kommt nur darauf an, wie die Null und die Division definiert ist. Die Null ist Kiki, von daher ist es nicht erlaubt. Getrunken, oder? Ja, sie hat die getrunken. Die hat die gesamte Wodkaflasche getrunken. Ariel Freya, hallo! Hallo Freya, ich liebe deine Stimme. Hallo! Trinkfest. Trinkfest! Das muss man halt auch erstmal, also, das ist halt echt... Ich glaube, sie soll A drücken. A. Vielleicht sollst du. Muss sie das gedrückt halten? Ja, hallo? Nein, wieso? Nein, als ob sie sich jetzt damit quält, die ganze Zeit da drauf zu hauen. Ach, ich. Oh nein! Wir reden nicht drüber, ja? Doch, wir reden drüber. Ganz Twitch Germany redet drüber. Nein, wir heiraten nicht. Ich habe das gerade mathematisch erklärt. Das ist verboten. Autoklicker hilft. Einfach A gedrückt halten. Eine ganz große Wodkaflasche alleine wegziehen ist stabil. Eigentlich kann man nach halb schon ganz gut schlafen. Man kann auch nach einer Viertel sich schon übergeben, honestly. Leute, Alkohol ist eine Droge. Vergesst das nicht. Ich sag das immer wieder. Ja, das ist gefährlich. Macht das nicht nach. Packt die Flasche nicht in euch und trinkt sie nicht aus. Egal in welcher Form. Das ist auch richtig gefährlich wegen dem Unterdruck. Also, egal in welcher Form, lasst das einfach sein. Schnucki, heißt du Zucker oder warum bist du... Seraph! Hört jetzt auf mit euren Anmachsprüchen! Clippy wusste ganz genau, dass er den Anmachspruch-Clip ganz am Anfang gemacht hat, weil er wusste, dass dann jeder Streamer damit gequält wird, dass sein Chat Anmachsprüche raushaut. Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat. Alkohol ist ein Lösungsmittel. Kiel ist auch reine Droge. Nein! Nein. Von Drogen haben zwei Definitionen. Erstens, um eine Droge zu sein, müsst ihr euer Nervensystem verändern in irgendeiner Form. Hallo Lobo! Hallo Helgo! Hallöchen! Jetzt erklär ganz detailliert, was du mit Flasche reindrücken meinst. Nein! Cliff, nein. Anmachsprüche so wie Tunnel bilden. Oh, das war der beste Anmachspruch, wirklich. Das war der beste Anmachspruch.
Sie geht einfach. Komm, Chad, wir chillen jetzt einfach hier ein bisschen. Guck mal, wie ich da hinten kloppen. Wenn ihr, das müsst ihr halt machen. Wenn ihr irgendwie mal so unterwegs seid und ihr seht so eine Massenschlägerei, haltet euch einfach raus. Lasst die machen. Seht ihr das? Die wurde halt wirklich ignoriert. Krass. Die wurde einfach komplett ignoriert. Das war schon zu treffen. Nerven verändert wieder. Ich verändere nicht. Ja, okay, so gesehen klaue ich eure Gehirnzellen. Du hast schon recht. Ja, okay, du hast schon recht. Boah, von Kiez ziehe ich gerne... Was? Bitte sniff mich nicht durch die Nase. Ich hab gehört, ich stinke. Ich dachte, ich stinke, Chat. Bitte sniff mich nicht durch die Nase. Wenn ich sie sehr, schüttet mein Körper Dopamin aus. Mucki, stop it! Wie Harald Jüngerson sagt, ein Kasten für zwei Leute macht nur Sinn, wenn einer nicht mittrinkt. Boah. Nein, nein, nicht an mir sniffen. Legenden sagen, ich stinke. Hallo Ace! Meine Nose, sie brennt. Der Grund, ihr habt euch immer gefragt, warum ich keine Nase habe. Ganz einfach, weil wenn ich mich selber riechen würde, würde ich sterben. Ja, das ist die Wahrheit. Ich hab's lange versucht zu verneinen, aber es hat ja sowieso keinen Sinn. Um euch davon abzuhalten, einen tödlichen Fehler zu begehen, sage ich es euch jetzt direkt. Snifft nicht an mir, ich stinke. Ki riecht sicher gut, sie. Oh. Ich wünschte, es wäre so. Sie hat es zugegeben, ja. Das ist das. Hallo Keks, ihr habt jahrelang habt ihr es versucht, jetzt habt ihr den Beweis. Was mich nicht tötet, macht mich stärker. Ah, jetzt macht man da. Nee, jetzt macht ihr genau. Man kann es euch nicht recht machen. Also, um wirklich was zu sniffen, da muss man schon zu Ash gehen. Und kannst du Asche sniffen? Also Asche, also Kohleasche. Also, ne? Riecht süß, nicht gut, aber süß. Ich rieche einfach so wie so einen Energy Drink, den man aufmacht. So richtig eklig. Geht nur ihr Riechkolben kaputt, nicht meiner. Marco hat schon mal an mir gesnifft. Sie lebt noch, aber naja. Also, guckt euch ihre Streams an und ihr wisst Bescheid. 5, 4, 3. Oh Gott, das sieht 2, voll eklig aus. 1. Hä, wo ist deine Facecam hin verschwunden? Also der Scream war ja voll on point, aber wo ist seine Facecam hin verschwunden? Marco war schon vorher so. Marco hat mich vor über einem Jahr das erste Mal gesnifft. Neuer Trend dann. Na, hört auf, nett zu mir zu sein, Chat. Ihr wisst, dass ich damit nicht umgehen kann. Könnte ein Kill-Stream sein? Schon. Weggemacht für die Cutscene. Ach so, ich dachte, das ist mit verschwunden. Dass die Facecam weg war, hat mich richtig verwirrt. Schlimmer als mein Virage-Schläuche auf der Arbeit riechst du sicher nicht. 6 Wochen Alter verrottet. Ja! Ah! Madison, wie lebst du noch? Wie bist du noch am Leben? 6 Wochen alter verrotteter Fisch. Also ohne Key könnte ich nicht mehr leben. Sag das nicht. Sag das nicht. Hi Bob, jedes Mal Koop kochen und Franzi wäre auch spitze. Ja, hab ich ja gesagt, das machen wir jetzt immer so. Einfach. Immer diese Leute, die eine Küche haben. Ich bin jedes Mal so fucking neidisch, wenn ich das sehe. Die hat eine Küche, Licht hat sie, eine Herdplatte, 3 Töpfe. Wisst ihr, wie viele Töpfe ich habe? Ich habe einen einzigen Topf. Und einen kleinen. Aber der ist so klein, der zählt schon nicht mehr als Topf. Mann, ich will auch. Habe ich was vom alten Fisch gehört? Trooper direkt so gepär. Ich will sniffen. Luft holen und Nasenklammer. Das heißt, vielleicht die eine Gruppe, dafür kommt aber eine andere mit sehr fragwürdigen Fetischen. Okay, vielleicht sollte ich das nicht sagen. Sollen wir nicht umgehen, kein Zweifel, lieben wir dich doch. Nein, nein, das machst du nur schlimmer, Garrick. Das hast du extra geschrieben. Reicht doch zum Eintopf kochen, was will man mehr? Ist wirklich so, es reicht, um Nudeln zu machen, was will man mehr? Immer. Aber dann werde ich auch bezahlt demnächst. Okay, kein Problem. Okay. Wir müssen doch dann ausbumsen, was du bekommst in Mula. Was? Aber das kriegen wir schnell. Ausbumsen. Was denn? Nein, ausdiskutieren heißt das. Sagt man das nicht so bei coolen Jungs? Ausbumsen. Also ausbumsen klingt so, als müsste man das, also... Also... Neues Wort gelernt, Leute. Ausbumsen. Chat, wir bumsen das... ausbumsen. Wir bumsen das heute Nacht noch aus. Ah ja, alles klar. Es! Dankeschön. Oha! Vielen Dank. Ausbumsen ist auch eine Lösung bei Streit. Ja, immer. Schlafzimmertalk.
Wir machen ein 1v1 auf der Bettmatratze. Wir müssen das ausbumsen. Schatz! Schatz! Wir müssen das ausbumsen. Wir haben einen Streit, Schatz. Wir treffen uns gleich. 1v1 auf der Bettmatratze, das wird ausgebumst. Ausbumsen für ausdiskutieren, wer sagt denn sowas? Naja, der liebe Herr dort im Video scheinbar. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist, unabhängig vom Bumsen? Sind da Teebeutel in der Pfanne? In dem Topf? Also, macht man das heutzutage so? Ist bei Bettmatratze nicht doppelt gemoppelt? Ja, es gibt ja auch eine Couchmatratze. Average Streit mit Zundere. Wer zuerst kommt, verliert. Ne, dann ist ja ziemlich einfach, wer gewinnt. Also wenn gilt, wer zuerst kommt, der verliert, dann Sasuke dann, also, dann ist ja ziemlich, also dann ist ja sehr obvious. Sorry. Oh Gott. Vielleicht Glühwein. Oh, das könnte Glühwein sein. Ich habe gerade so viele Cursed-Fragen. Kann man ja machen, ist halt nur sehr viel Tee. Wer soll das trinken? Die beiden? Da verliert man ja immer. Verliert der Mann ja immer. Da muss man sich halt Mühe geben. Lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Hä? Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, wie ich will. Was? Ihr seid mir welche. Was bin ich hörend? Nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit. Also wie gesagt, ausbumsen, ne? Merkt euch das. Das ist das neue Wort. Ich habe gehört, ausbumsen 2024, Jugendwort. Jungen, hippen Menschen. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Weiter im Text. Ausbumsen. Also wir nutzen das auch, das Wort, aber wir nutzen das für andere Sachen. Ja, dann, das war also, so nicht gemeint, lieber wir Chef. Wir bumsen manchmal auch Sachen aus, aber das ist dann... Verstehe. Ja, ne? Ja, das ist dann... Ich verstehe, das ist dann das andere, ne? Hallo Liz, hallo Zordes. Naja, also, ich kann Frauen auch mit anderen Körper... Okay, okay, jetzt wird es das. Ich lese nicht weiter, ich lese nicht weiter. Nein, Teebeutel packen sowas wie Nelken oder Piment. Ah, okay, das ist smart, Garek. Ich wusste nicht, dass man Gewürze in Teebeutel packen kann. Ja, benutzt das Wort ausbumsen in der Zukunft. Das ist jetzt ein Problem, ne? Weil ich weiß nicht, wo ich mich hinbewegen soll. So zwischen die beiden? Hier ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, hier bin ich nicht im Weg, oder? Liv, Bruna, Ash und Katatsuri. Also Ash, Liv, Bruna und Katatsuri. Wir wissen alle, oder? Ja. 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 Was wissen wir also alle? Auf drei. Eins, zwei, drei, vier. Ach Leute! Ja, das hat ja nicht gut funktioniert. Katatsuri! Warte, ich schreib's rein. Katatsuri. Das hat nicht gut funktioniert. Das ist aber bei mir auch immer so. Wenn ich mit Leuten sowas abmache, das funktioniert nie. Das funktioniert nie! Koordination können VTuber nicht, habe ich gehört. Ja, dann ist jeder so 1, 2, 3. Okay. Aber man hätte vielleicht auch vorher absprechen müssen. Ah, nee, die haben gesagt bei 3, ne? Die haben gesagt bei 3. Ja, dann. Normalerweise ist es ja so, wenn du sagst, für 10 von 3 runter, dann bin ich auch mal verwirrt. Sagen wir es jetzt bei 1 oder bei 0? Aber, also. Aber so? Eigentlich? Katatsuri, ich kenne nur die Nagano Kata aus dem Judo. Katatsuri ist auch eine sehr süße Streamerin. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Schaut vorbei. Schaut bei allen vorbei. Sandy. Okay, der nächste Clip ist von Sandy, Chat. Kam das Telefon aus dem Stream? Ich habe kein Telefon gehört. Wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder bei ihr geht was kaputt oder es hat actually was mit dem Spiel zu tun. Was denkt ihr? You have one chance to guess. Was denkt ihr, Chat? Was geht heute kaputt? Meint ihr, es geht was kaputt? Oder kaputt Spiel? Diesmal ausnahmsweise das Spiel. Beides. Es geht was im Spiel kaputt. Das Spiel geht kaputt. Es ist Sandy, also es geht was kaputt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Clippy mittlerweile so ist, dass selbst wenn Sandy was Lustiges macht, er nimmt einfach nur Clips, wo es kaputt geht. Also, you know? Einfach nur aus dem Joke. Ich tippe auf kaputt, Sandy hat auch 5 Schutzengel. Sie geht kaputt. Okay, schauen wir mal. Wären 50.000 bei Sims. Ne, wir können nicht aufhören. Wir können ganz oder gar nicht. Entweder wir verlieren alles oder wir kriegen gar nichts. Oh, wow. Es ist weder noch. Es ist ein Zitat. Wer hätte das gedacht?
So gesehen geht ihr Gehirn kaputt, weil das Zitat ist halt, ne? Also, so gesehen, sie geht kaputt, ist richtig. Die Sprache geht kaputt. Leute, ich weiß nicht, wie ich hier reinkommen soll jetzt in den Scheißladen. Durch die Tür? Ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte nichts sagen sollen. Ja, das ist nicht die Tür. Das ist nicht die Tür. Könnte ein Lottospruch sein. Entweder sie gewinnen nichts oder sie verlieren alles. Spielen sie jetzt mit. Wir ziehen ihnen nur das Geld aus der Tasche. Ich spreche auch die Wahrheit. Man verliert immer, gewinnen die anderen. Mm, richtig so. Richtig so. Kiwan Dark Souls 1 Stream. Boah, Dark Souls 3 Stream? Kann ich euch damit abspeisen? Kann ich euch, also... Ah, übrigens! Chat! Guckt mal! Wartet! Wo hab ich's hingeworfen? Scheiße, wart mal. Ich muss suchen! Wo ist es hin? Hä? Wo ist es hin? Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ente, 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 Ente. Ente, Ente, Ente. Ente. Chat, ich bin wieder da. Ente. Wartet, ich muss ganz kurz meine Kamera anmachen. Meine Kamera anmachen. Gons. Ist das eine Ente oder ist das ein Huhn? Ah. Mein Lieblingszitat dieses Jahres von meiner Lehrerin. Wenn ich dein Grinsen schon wieder sehe, kann ich direkt reinschlagen. Au. Okay, das ist hart. Das ist hart. Chat, guckt, Handcam. Guckt mal. Guckt mal, was ich hier habe, Chat. Hallo? Guckt mal. Ich hab auch ein Huhn. Ich hab auch eine Ente. Das hab ich nur wegen dem Clip, also... Influencer! Der Typ mit dem blauen Haaren ist ein Influencer. Ich habe einen Huhn gekauft. Ist das jetzt ein Huhn oder eine Ente? Ist das ein Huhn oder eine Ente? Also von der Materialien hier ist das eher so eine Ente, weil meine... Also ist das eher so eine Ente, weil wenn meine Oma Ente ist, dann sieht die auch immer so. Die Delay verwirrt mich. Wie viel... Ach so, der Delay von der Kamera und dem Sound? Ist die von deinem Hund? Die ist für mich. Ich brauche solche Spielzeuge. Da knabber ich nachts dran rum. Warte, was? Ich mag dein Keyboard. Dankeschön. Kauft man das nicht auf Throne? Ja, das hat Flo gekauft. Das ist für mich. Wenn das nächste Mal wieder... Oh, bei mir stehen in letzter Zeit richtig viele Vodafone-Leute wieder vor der Tür, die mir einen Vertrag andrehen wollen. Und das nächste Mal, wenn die Person kommt, mache ich einfach... Dann stecke ich das so. Hier ist so diese Türspalt, wisst ihr? Dann stecke ich das so durch die Türspalt durch und mache einfach nur so. Meint ihr, die gehen dann weg? Bitte kein Waterboarding mit dem Huhn? Was soll das denn heißen? Flausche Pulli, ja. Der ist super. Ein langen Schnabel oder kurz, dann kannst du auch Hühnern, weil da drin sind ja die Federn. Hä, keine Ahnung, das ist gar kein Schnabel. Also hat so einen offenen Mund. Nein, die bleiben. Ja. Ich probier's trotzdem mal aus. Ich probier's trotzdem mal aus. Ich hab auf jeden Fall jetzt eine Ente. Oder ein Huhn. Ist mir egal. I have it. I have one too. Handcam wie bei Basti? Ja, geht halt nicht anders. Das ist meins. Berichte uns. Ich berichte. Ich berichte. Apropos, ne? Also. Uwe? Und eine Hente. Das ist eine Hente. Warte, wo mache ich meine Handcam wieder aus? Hier. So. Gibt ein Video, in dem ein solches so mit Waterboard in witziger Weise ertrunken wird? Hä? Ich habe Fragen. Was? Das Ding ist kein Spielzeug. Kann man das jemand ihr wegnehmen? Das ist ein Spielzeug. Ein Spielzeug für Hunde. Also passend, okay? Es ist ein Spielzeug für Hunde. Alter, das ist so im Hintergrund. Der hat die halt auch. Er hält an die Tür. Hier wohnt eine Studentin. Da wissen die gleich, dass es nichts zu holen gibt und klingeln erst gar nicht. Ich probiere das nächste Mal. Next time I try it. Ich habe so das Bedürfnis, meine Hand in seinen Rachen zu stecken und dann so Mittelfinger durch seine Haut zu zeigen. Ich hab
so Bock. Oh mein Gott, mir kribbelt das wirklich in der Hand. Was? Also, sie... Ja, an der Stelle auch wieder genug Internet für heute, ne? Kiki, du Hund, richtig. Typisch, typisch. Wisst ihr, ich habe auch manchmal das Bedürfnis, meine Finger irgendwo reinzustecken. Aber nicht sowas. Erstmal wieder anders, Kinky, unterwegs. Ja, so, also ich habe so viele Fragen. Ich bin so verwirrt. Ich habe so viele Fragen. I have bad aim. Ich liebe deinen Namen. Ich finde Luna immer noch sassiger als Ash. Echt? Krass. Sie hat Bock, nutzt die Chance. Ich frage sie, ob ich meine Hand in ihren Rachen... Nein, warte, was? Warte, was? Wait, what? Das ist privat, das erzähle ich euch nicht, Chat. Das erzähle ich euch nicht, Chat. Das ist privat. Ich brauchte man für Ash manchmal einen Mute-Button. Wie die Frau noch nie gebannt wurde. Alter, Ash ist einfach so, so nice. Die ist einfach so geil, keine Ahnung. Ziemlich direkt, da weiß man, was einen erwartet. Luna ist sass. Bei Luna weiß man nicht, was einen erwartet. Ei. Es wird warm hier. Das erzähle ich Ash weiterhin in DMs. Das geht euch hier nichts an. Das war der harmlose Anfang. Warte mal, was soll denn danach noch passieren? Was soll denn, also like, was hat sie gesagt? Sie will ihm den Finger? Also sie will das und dann... Ach so. Rall und Rang. 11. Ich versuche zu denken, wie das noch schlimmer werden soll. Na gut. Haut zu zeigen. Ich hab so Bock. Oh mein Gott, mir kribbelt das wirklich in der Hand. Mhm. Mich mir Hast auch. Du mich gerade angefurzt? Was? Ja, klar. Warum? Ich muss gucken. Toni, übrigens, wenn du hier rechts gehst, ne? Hier rechts lang. Ja. Und dann runter. Ja. Und dann rechts. Ja. Dann stehst du am Alexanderplatz. Fuck you, Wolke. Man furzt keine Menschen an. Guck mal, das ist das Beispiel dafür, was passiert, wenn ihr Leute anfurzt. Bei Ash weiß man nicht, wie man ihre Hand als letztes war. Richtig. Das macht das Ganze mal so spannend. Genau. Also wenn man dann, also... Davor und danach war super. Ich habe so viele Fragen. Das war eine ganz kein Mensch. Das ist eine Metapher, Pantheon. Bei einer Metapher benutzt man bildliche Metaphern, bildliche Bilder, um die Dinge bildlich darzustellen. Aber jeder weiß, dass es sich bei der ganz um einen Menschen handelt. Und wenn du jemanden anpupst, dann landest du im Grab. Danke, Black Wolf. Danke dir. Was sind Bilder? Bilder sind visuelle Pixel. Hab ich gehört. Oh, alles am Süden? Na, nicht schon wieder die Diskussion! Sie will doch nicht hier Süden ziehen. Wartet mal, bevor sie weiterredet. Sie will doch nicht, nein. Süden ist ab hier! Das da unten ist doch gar nicht mehr Deutschland! Das ist Ausland Bayern! Ich hasse diese Diskussion. Ich hasse es jedes Mal, wenn ich es sehe. Süden. Nein! Was? Hat sie Süden? Ist Süden? Warte mal. Fuck you, Wolke. Alles ab Süden? Ja. Ist Süden. Nee. Ich widerspreche. I agree to disagree. I disagree to agree. Nein, wie sagt man das? I agree to disagree. Also Thüringen und Hessen, ne, und Rheinland-Pfalz und sagen, das ist doch mindestens so, also das... Das muss doch mindestens hier irgendwie südlich sein. Ich kenne auch Ausland Bayern und ich Anzabbe. Oh, okay. Ich sag's nicht noch. Alles südlich vom Hof Sachsen-Bayern-Grenze ist Italien. Hä? Fehlt da nicht noch Österreich? Es gibt auch noch die Mitte? Ja, okay, dann guck mal, dann machen wir hier Süden. Hier ist Mitte, so, und der Rest ist Norden. Nee, warte, aber Berlin gehört auch zur Mitte. Wo soll denn da die Mitte hin? Hä? Die Mitte muss doch nicht... Ja, also... Wartet mal. Nicht schon wieder die Diskussion, Leute. Nicht schon wieder die Diskussion. Aber wir machen das nochmal. Gar kein Problem, Leute. Das machen... Ja. Gar kein Problem. Wartet mal. Was nehmen wir dafür?
Why? Da da dum dum dum. So. So, wartet mal. Wir malen das mal ganz kurz ab. Also, okay, das ist ein bisschen zu groß. Sieht auch irgendwie ein bisschen falsch aus. Also. Sieht nicht so deutschländisch aus. Ja, ich glaube, ihr habt recht. Das zeichnen wir mal nicht selber. So. Besser. Sehr viel angenehmer. Wenn ich das wieder selber zeichne, sieht das wieder scheiße aus. Der Brimki Erdkundestunden. Setzt euch hin, Kinder, und lernet. Lernet und setzt euch hin. Und lernt. Lernt und setzt euch hin, genau. Also. Ich zeig mal euch, wie das jetzt richtig geht, ja? Das ist Deutschland. Das ist Deutschland, ja? Und laut ihr wäre Süden. Wäre Süden ungefähr hier. Aber das ist Mist. Jeder weiß, dass Süden nicht hier ist. Also schon. Aber Süden beginnt so ungefähr, ungefähr hier. Na, wobei, durch Thüringen müsste er schon so durch so hier. Na, das ist schon wieder zu hoch. Wenn wir so. Ich kann nicht, ich kann keine geraden Striche machen. Süden? Norden? Wobei, nee, warte, Norden muss, warte. Norden? Und der Rest ist Mitte. Ja, der Rest ist Mitte. So. Verlernen darf ich aufs Klo? Mann! Natürlich. Hallo, XLP! Gute Mitte getroffen. Sollte man das nicht dritteln? Hab ich doch! Quadratrum und zwei Diagonalen, dann hast du die Mitte. Hä? Ich finde das voll akkurat. Nicht? Die mit der Europa- und Deutschlandkarte. Wirklich? Kikasse. Oh Gott, Erdkunde, das ist doch super. Sascha aus AT, wollen Sie eine halbe Kartoffel und hält ein Viertel hin? Okay, also das hier ist die Mitte. Ja, und dann haben wir halt noch hier so noch, dann haben wir hier noch so. Ja, das ist der Osten. Nee, warte. Wo ist rechts, wo ist links? Ist rechts? Da ist links, okay. Das ist der Osten. Und das ist der Westen. Der Rest ist Bayern. Nordisch, du kommst deinem Namen, du machst deinem Namen alle Ehre. Wait, what? Na, ist doch perfekt. Nesten. Westen, da steht Westen und da steht Osten, nicht Ostern. Ich gebe dir gleich Ostern. Westen, es wird immer schlimmer. Egal, dann müsst ihr leben, Westen. Der Nesten, nein! Ich finde, das ist gar nicht so schlecht geworden. Aber so läuft richtig. Also was auch immer die da gemacht hat. Also ich bin ja schon die bekannte Erdkundelehrerin hier. Das gibt eine 6. Das heißt, ich bin Südosten. Albert Einstein. Ist auch noch in Berlin in Ost und West, wie es unser Steuersystem tut. Nein, Berlin liegt im Osten. Vor allem alten Ossi aus MacPom. Was ist MacPom? Ach, das ist das da oben. Ich habe das Gefühl, dass mein IQ gleich implodiert. Das klingt nicht gesund. Das klingt nicht gesund. Du solltest einen Arzt aufsuchen, mein Lieber. Darf ich mein Handy benutzen? Wofür denn? Möchtest du TikToks im Unterricht schauen? Trägt man im Westen Westen? Ich glaube schon. Und im Osten trägt man Osten. Und was ist mit West-Berlin? Hallo? Wir haben 2024. Frag mich nicht über West-Berlin. Ohne was auf dem Kreuz und der so nirgendwo. Ja, also die Leute, die hier wohnen. Ja, das ist jetzt neu. Da müsst ihr jetzt eure Ohren spitzen. Dankeschön für den Follow. Die Leute, die hier wohnen, die wohnen auf den sogenannten kritischen Punkten, ja. Die gibt es in der Chemie sehr häufig. Falls ihr schon mal ein Siedediagramm gesehen habt oder ein Phasendiagramm von Wasser, da befinden sich die kritischen Punkte. Alle Leute, die dort auf diesen Punkten wohnen, existieren nicht wirklich. Ihr lebt in Wirklichkeit irgendwo im Nirgendwo. Eure Existenz ist nicht real. Ja, genau, das sind die Trippepunkte des Wassers.
Also wenn ihr dort wohnt, mein Beileid, aber ihr wohnt auf den kritischen Punkten. Wo ist Mitteldeutschlands? Ne, das ist in die Mitte. Ja, das ist die Mitte Deutschland. Das ist die Mitte Deutschland. Was mit Bielefeld? Warte. Warte? Wo war Bielefeld? Hier, ne? Schwarzes Loch. Oder war Bielefeld weiter unten? Bielefeld eher hier so? Ich habe keine Ahnung. Da ist ein schwarzes Loch. Kassel habe ich eben gegoogelt. Hä? Kommt das da nicht hin? Ja eben, das ist ein schwarzes Loch, Leute. Alles, was schwarz ist, gibt es nicht. Und alles, was weiß ist, ist halt Deutschland. Also, ne? Ja. So, das ist die wahre Karte. Da liegt Köln. Och, Mann! Das erste war eher richtig. Okay. Dann hier so. Besser? STD oder warum malst du wieder eine Karte? Ich habe die nicht selber gemalt. Ich habe eben eine angefangen selber zu malen. Die sah so hässlich aus, dass Chat gesagt hat, bitte lass es und bitte fotografier den Scheiß nur ab. Weißt du, in welchem Bundesland Bielefeld liegt? Ja, ich war schon mal in Bielefeld. Das ist voll das komische Gefühl. Was ist Bielefeld? Ich dachte, das gibt's nicht. Nee, deswegen ist das auch ein schwarzer Punkt, ne? Einzige, was Kassel auszahlt, ist, dass da alle ICEs durchfahren. Es ist ja auch ein Trippelpunkt, oder nicht? Liegt Kassel nicht irgendwo hier so? Ist das nicht hier? Frage für einen Freund, weil ich habe keine Ahnung. Ist das, also passt das nicht? Also, no? Vielleicht bin ich auch gerade richtig dumm. Das wäre ärgerlich, aber vielleicht bin ich auch gerade richtig, richtig dumm. Nee, Kassel ist in Hessen. Ach so! Komm, die Europakarte und Frauenform war doch geil. Hey! Also, hast du was wird nach den Grenzen der DDR und BRD durchgeführt? Nein, ich habe... Guckt mal, laut der alten Ordnung wäre Schleswig-Holstein nur Westen. Aber ich habe das jetzt einmal hier komplett durchgeführt, weil ich habe halt gelernt, Chat, dass man eigentlich, also wisst ihr, das Wichtige ist halt, dass man ein Objekt ordentlich teilt. Das heißt, wenn ihr ein Ei, wenn ihr so ein schiefes Ding habt, so eine Bohne. Wenn ihr so ein Ding habt, okay? Was so ein bisschen schief geht. Dann müsst ihr das hier trotzdem so teilen. Deswegen, also weil, das wird ja trotzdem in zwei gleich große Hälften geteilt. Das ist eine Bohne. Das ist eine Bohne! Penis? Oh nein! Was? Okay. Guck mal, das sieht doch nicht aus wie ein Penis! Wenn euer Penis so aussieht, dann geht bitte zum Arzt. Vor allem, wenn der zweigeteilt ist. Cliff denkt sich so, ich renne weg. Noch nicht! Wenn euer Penis so aussieht, dann bitte geht zum Arzt. Oh. Sieht aus wie Marge Simpsons Haare. Oh, Drew! Vor allem, wenn er zwei... Ja, also da mache ich mir richtige Sorgen. Leute, ein zweigeteilter Penis, das gibt es vielleicht in so diesen Animes manchmal, ja, aber das ist... Also, das ist nicht gesund. Macht das nicht nach. Ihr werdet dadurch nicht zum krassesten Haremanführer der Welt. Das ist gefährlich. Mach das nicht nach, bitte. Wo ist der Wholesome-Content? Das ist voll Wholesome. Ihr habt angefangen zu sagen, dass ein Bein ist. Gier selbst vertritt. Ich habe eine Bohne gemalt. Was ist mit euch? Das ist eine Bohne, Chat. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Jede Bohne einen Knall, hat mein Papa mal gesagt. Was für... Ich schau das nicht! Nein. Okay, wir gucken weiter. Ich möchte das Video weitersehen. Genug, genug, genug! Genug, genug, das reicht. Es ist genug. Sie sagt es nicht, sie malt es. Nein, ich hab gar nichts. Ich hab Bohne. Ich hab nichts gemacht, Chat. Ich hab nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Hört auf, das auf mich abzuschieben. Hallo? Ich hab eine Bohne gemalt. Ja, Buggy mit seiner Teufelsfrucht seinen Schwanz teilen kann und er sagte ja. Ich habe so viele Fragen. Okay, außer ihr seid Buggy. Aber wenn ihr nicht Buggy seid, dann dürft ihr nicht Bohnen teilen. Okay, ich kann nicht mehr. Bitte. Ich kann immer da, wo Doni nicht kann. Oh. Es wird stetig schlimmer, es wird stetig schlimmer. Doni einfach ganz leise stellen ist auch eine Option. Dann hört man nur noch so ein... Was? Was? Sag mal,
Du schaust gerade paar 329. Ja, 239. Richtig. 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 Die Bohne sieht aus, als hätte sie Dinge gesehen, die sie nicht hätte sehen sollen. Alter, das ist eine Bohne, die hat nicht mal Augen. Wie kann man, wie könnt ihr so viel in eine Bohne reininterpretieren? Ihr solltet zurück in den Kunstunterricht gehen oder so. Da würde die Lehrerin das bestimmt appreciaten. Ich auch, Madison, ich auch. Anlocken, das braucht keine Sau. Ich mach mir mal eben trinken, weil ich hab nämlich mega Hunger. Das ist natürlich schlau. Wenn ich mega Hunger hab, mach ich mir auch immer zu trinken. Wer fasst es zuerst an die Haare? Okay, ab jetzt. Ab jetzt, Leute, wer fasst es zuerst an die Haare? Wir versuchen wieder so eine Umfrage, also so ein Quiz zu machen, wer sich zuerst nicht an die Haare fasst. Ja, warte mal. Die versuchen jetzt eine Wette zu machen, wer sich nicht zuerst an die Haare fasst. Nee, warte, wer sich zuerst an die Haare fasst, verliert. Lucifer, dankeschön. Im Telefon sagt auch immer auf Wiedersehen. Die Linke verliert. Okay, Chat, was ist eure Wette? Wer wird verlieren? Wer wird zuerst die Haare anfassen? Rechts oder links? Rechts oder links? Die sind gespiegelt. Ey, nein, niemals. Als ob, guck mal, die gucken andersrum. Beide rechte also in Real Life habe ich mir vielleicht gerade an die Haare gefasst, aber das habt ihr nicht gesehen. So, Ki, wer ist jetzt rechts? Also die bei mir ist auf der Seite, die müsste links sein. Also von ihr aus gesehen links, die Hübsche. Gut, dass sie beide Zwillinge sind und beide mega hübsch sind. Die Rechte hat aber schon verloren, dass sie Haare schon anfasst. Hä? Wird Zeit für 3D-Modiki, dann sehen wir das. Stimmt. Okay, mal gucken, wer es wird. Jetzt hab ich verloren. Ah! Ich hab gerade schon. Okay, Leute. Die Umfrage ist vorbei. Die ist noch nicht vorbei, die läuft ja noch. War das jetzt die rechte oder die linke? Mit ihrem Darm ist sie schon an ihren Haaren gewesen. Ach so, dann habe ich schlecht. Das habe ich nicht gesehen. Das sind Dinge, die ihr seht, die ich nicht sehe. Die linke, okay. Oh Mann. Oh nein, warum bin ich denn da? Och nee. Linke, rechte oder die rechte linke? Ja, die Frage ist jetzt, war sie jetzt links von uns ausgesehen oder rechts von ihr ausgesehen? Was irgendwie dasselbe ist, oder nicht? Ist ja eine Katze links unten. Oh. Okay, warte mal, was ist in diesem Clip passiert? Ich habe keine Ahnung mehr. Habe ich irgendwas Dummes gemacht? Bestimmt. Zeroina hat das geklippt. Okay, wenn der Clip scheiße ist, dann bonk ich Zeroina dafür. Das doppelte Key. Oh nein. Habe ich da irgendwas Dummes gesagt? Ich habe bestimmt wieder irgendwas Dummes gesagt. Die harte Realität wird mich heute Abend im Bett einholen. Ich will... Oh nein. Jetzt nicht. Das ist... Hast du nichts Dummes? Hast du das Dummes gesagt? Du warst wie immer. Ich war jetzt... Das ist voll der normale Key-Spruch. Hallo? Da wird es... Heute Abend im Bett wird ausgebumst. Heute Abend im Bett wird ausgebumst, Chat. Tja. Da wird alles ausgebumst. Hallo, Yannick. Du wirst da Bescheid. Heute Abend geht's dann ums Würstchen. Es wird ausgebumst, richtig. Mann, ich kann nichts. Hat Realität zufällig eine komische Bohne? Ich glaube nicht. Oh, warte mal. Vielleicht? Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, habe ich gehört. Guten Abend, Alias. Was ist das für ein Clip? Da ist eine Catcam und ich bin im Weg. Ich darf natürlich nicht die Catcam verdecken. Harte Realität wird mich heute Abend im Bett einholen. Da wird alles ausgebumst. Jede Nacht. Oh, guck mal, da ist eine Catcam. Oh, guten Morgen. Ach, du kleine Süße. Nein! Live-Footage, Leute. Einfach Live-Footage. Wirklich? That was me. Stell ich mir gerade vor, dass das Key ist. Mann, weil das so gut passt. Weil das so gut passt. Oh, die Katze ist so süß gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir uns das nochmal angucken? Weil ich fand die so knuffig. Bitte. Guckt mal, so richtig süß. So. Guten Morgen, der
der Wecker klingelt. Ah, plopp! So süß! Warte. Oh, Hasi, jetzt sind wir alleine. Cool, dann können wir ja Steuererklärung machen. Oh mein Gott. Mm, geile Date-Idee. Geile Idee fürs erste Date. Macht die Steuererklärung zusammen. Dabei geht man, wisst ihr, was der Punkt dabei ist? Wenn man die Steuererklärung zusammen macht, dann geht man quasi beim ersten Date schon einmal durch alle Phasen, die man im späteren Leben gemeinsam abarbeiten muss. Man ist frustriert, man weint, man steht sich gegenseitig bei, man hasst sich gegenseitig, weil eine Person einen Zettel vergessen hat. Man durchlebt quasi einmal im Schnelldurchlauf das Leben und du weißt direkt, passt es oder passt es nicht. Du kannst quasi instant erklären, also du siehst sofort, ob ihr eine Zukunft habt oder nicht. Ja, und du siehst das Geld von deinem Gegenüber. Lass Steuererklärung machen. Nein, danke, ich habe einen Steuerberater. Habe ich actually nicht. Ich mache alles immer per Hand. Wisst ihr, wer seine Steuern 2024 noch nicht gemacht hat? Ich. Dann gegenüber steht es, der Rest easy. Ist wirklich so. Es gibt nichts mehr, was euch aufhalten kann. Gar nichts mehr. Ihr seid unschlagbar. Okay. Dann hau ich mich mal aufs Öhrchen. Wortwörtlich, ne? Wortwörtlich. Ich wollte noch sagen, pass auf, da ist ein Loch, aber ich hab's mir verkniffen. Für 2023 habe ich die noch nicht, meine ich, Pandemie. Also, für das letzte halbe Jahr. Zu wörtlich genommen. Guten Abend, Supreme! Heute gab es eine amtliche Glatteiswarnung. RIP. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut! Oh nein, ich bin nass. War das gerade Hitler? Was? Was ist? Man muss halt auch treffen, ne? Unbekannt. Nur für den Fall. Nur für den Fall. Okay. Man muss halt auch treffen können. Der hat ungefähr so häufig gemisst, wie wenn ich Overworld spiele. Ich sehe das als einen Win für mich. Hallo Känguru! Mir geht's gut. Wie geht's dir? Jetzt hör auf die ganze Zeit. Leute, ich bin so neidisch. Guckt mal, die haben einen Backofen. Wetten, dass das dort eine Spülmaschine ist? Geil. Zu essen. Du kriegst gleich Bauernfrühstück mit ganz vielen Gurken drauf. Ist doch okay, lass mich doch snacken, wenn ich will. Aber dann hast du gleich keinen Hunger. Also und dann bin ich traurig, weil ich den ganzen Tag in der Küche gestanden habe und gekocht habe. Du kochst nicht den ganzen Tag in der Küche, du redest mit allen. Und zum Schluss wirst du 3 Stunden brauchen und dich dann beschweren, dass dir die Füße wehtun. Hm? Mein erstes Handy und es war ein... Das war der Rose zurück, würde ich sagen. Das war der Rose zurück. Direkt unter der Spüle. Ist es nicht immer direkt unter der Spüle? Nee, stimmt, das ist nicht unter der Spüle. Unter der Spüle ist der Müll, oder? Wetten, dass das keine ist? Nein, da ist der Müll. Ihr habt recht, Chat. Ich bin dumm. Ihr habt recht. Unter der Spülmaschine ist der Müll. Nein, unter der Spüle. Unter der Spüle ist der Müll und die Spülmaschine ist meistens woanders. So, jetzt hab ich's, oder? Unter der Spüle passt ihr bei der Höhe der Arbeitsplatte nicht. Wo soll die denn sonst gewesen sein, gerade in dem Clip? Findet die Spülmaschine, Chat. Hier? Vielleicht hier unten drunter? Guten Abend, Kenny, hallo! Leute, ich muss auf Toilette. Rechts daneben. Hier? Weil Wasseranschlüsse wachsen nicht auf Bäumen. Ah, das ist ein Argument. Ich habe keinen Wasseranschluss. Oh! Chat. Meine Wäsche. Ich habe meine Wäsche in der Waschmaschine vergessen. Nee, ich hol die später. Die ist weg. Ich mach die später in den Trockner. Ich hab grad nachgerechnet. Wie lange? Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Fängt erst nach 5 Stunden an zu riechen. Nee, die hat einen Knitterschutz drin, glaube ich. Die Wäsche wird es überleben. Lauf jetzt. Nein, ich laufe jetzt nicht. Ich laufe jetzt nicht. Ich laufe um diese Uhrzeit dann nicht runter. Das ist unheimlich. Kann ich noch in den Trockner machen? Ja, kann ich. Ich kann die noch in den Trockner machen, richtig. Wie viele Tage liegt die da schon? Nein, keine Sorge. Ich laufe jetzt. Ja, ihr könnt jetzt laufen. Ich habe gerade nachgerechnet, dass das noch hinhaut bis nachher. Ist gar kein Problem. Nicht, dass wieder ein Kleidungsstück fehlt. Das Kleidungsstück würde eher fehlen, wenn ich die jetzt raushole. Zwölf Stunden kein Problem, vielleicht nur etwas steif. Easy! Nein. Ich kann auch nicht einfach dahin laufen. Ich habe nämlich keine Waschmaschine in meiner Wohnung, Toxic. Also könnt ihr mir jetzt nicht sagen, mach mal schnell. Das würde jetzt ewig dauern. Vergiss es nachher dann nicht. Nein, ich vergesse das nicht. Bestimmt nicht. Habe ich mir vorhin auch gedacht. Aber mein Gehirn wird das sich schon merken. Gar kein Problem. Ich schreibe mir das, glaube ich, auf. Habe ich so ein Post-it-Note oder sowas hier? Ich vergesse nie Sachen. So weit kommt es noch. Sicher. Aber ich gehe jetzt trotzdem auf Toilette. Schreib es dir auf die Hand. Actually, gute Idee, mache ich sofort. Ich gehe aber kurz auf Toilette. Bin ich wieder da, dann schreibe ich es mir auf die Hand und wir gucken weiter, okay? Ich hab zu viel Uso gesoffen. Ich bin wieder da, hallo! So, ich muss mich hinsetzen. Ups. Warte, ich wollte noch Dings mitholen. Trink es ja auch leer. Aber gut, dass Kuku hinter mir ist. Hinter mir steht. So. Hallo! Und den Feuerlöscher? Warum macht ihr denn hier schon wieder voll? Warum macht ihr denn schon wieder voll? Gut, dass jeder Gang Schlangen macht. Richtig. Jeder Gang macht schlank. Habe ich gehört. Ich bin wieder da. Wäsche? Ja. Wartet. Kugelschreiber, komm her. Ich schreibe das jetzt mit Kugelschreiber auf meine Hand. Kann nichts passieren, oder? Wäsche mit einem fetten Ausrufezeichen und einer 69. Warte, also was? So, seid ihr bereit zum Weitergucken? Den ganzen Tag in der Küche, du redest mit allen. Und zum Schluss musst du 3 Stunden brauchen. Erinnerung auf dem Smartphone. Das funktioniert bei mir nicht. Ich guck das an. Mein erstes Handy und es war ein Siemens Handy, wo man mit nur telefonieren kann. Also SMS und telefonieren konnte. Damals gab es keine Smartphones. Mensch! Ach, das ist das ein neuer Clip? Ich bin verwirrt. Es regnet Geld. Ach, es geht um die Katze! Ah! Die Katze fühlt das richtig. Klasse, ich versuche gerade ein Level 10 Lavita zu fangen und kann es nicht angreifen. Alles wandert, wie das Viech ist. Meh. Gemein. Katze, ach so, die Katze hat LOL! Warte mal! Ehrlich! Keine Smartphones. Oh lol, die Katze hat... Was? Wow, da kannst du jetzt nach Hause laufen. Und toll.
Schöner Stream. Kannst du den wenigstens von dort aus ausmachen? Ich denke, ich habe vielleicht mich auf neue Sachen vor. Also kann man vielleicht wenigstens von dort aus den Stream ausschalten? Ist das möglich? Kann man wenigstens... Katzen-Content, Best-Content. Katzen-Content, bester Content. Also, weil was machst du denn jetzt in der Situation? Kannst du irgendwie... Du kannst, glaube ich, vom Dashboard aus raiden, aber ob du den Stream beenden kannst? Erstmal Spotlight auf sich stellen. Wegraiden kannst du auf jeden Fall. Kannst du den Stream... Du kannst natürlich auch sagen, dass du kurz nach Hause läufst und solange deine Viewer halt die Katzencam angucken sollen. Die hält sich dann noch die Eier lecken. So richtig so... It's me time. It's me time. Key Content besser... Nein, sag das nicht! Quatsch! Was für Content? No, bin mehr für Enten, dann Katzen, aber ja. Erst Ente, dann Katze. Kennt ihr diese Enten-Compilations? Die sind voll geil. Enten sind voll geile Tiere. Aber Katzen sind geiler. Süßer. Katzen sind niedlicher. Change my mind. Was ist das? Ist das ein Liebesbrief? Alter, so viel habe ich nicht mal meinem Ex geschrieben. Tief und Firebomb, Bomb. Oh lol, das ist... Was? Neue Waffe? Kill Hydra? Gänse! Ist das so eine Bedienungsanleitung für ein Spiel? Kill Quellon, kill Dings, nicht rasen. Zurück zu Feuer, nicht leveln. Runter zu Falle, Schuss auf R, Tuch, Nippel. Was? Spüle Mojito? Ich lese mal vor, ja, ich lese mal vor. Also, Thief und Firebomb. Bomb Kill vor... Keine Ahnung, vor Vasen B-Bombs rollen. Dort Kill Oscar. Get Bones. Lloyds und Drachenseele. Zweitens, linker Aufzug, Seelen rüber. Feuerstiften, Bait, DK, Get Stupid. Get Stupid klingt machbar. Get Stupid klingt machbar. Lecker Set, Dracoreo, RTSR, ein Shotblock. Undead Parish, Kill... Nee. Hinten Dark Souls 1, Key beschwört einen Dämon. Shrine? Nee. Only 80 Wooden Arrows Shrine Rest. RTSR-Aufzug. Kill Undeads. Merchant Kill with Feueralarm? Okay. Aber irgendwie habe ich Angst, was danach passiert. Das scheint eine Challenge-Liste zu sein. Also hier unten steht irgendwas von, nicht sterben oder so. Habe ich Drachen erkannt. Also scheint ein Dark Souls 1 Ding zu sein. Keine Ahnung, scheint so ein Dark Souls Ding zu sein. Shoot Silver Knight rechts. Ah, das ist halt so ein geiles Denglisch, ne? Ach, die machen doch dich da ran, ne? Das ist ja easier zu lesen. Das ist mein neuer Run. Ist das die Speedrun-Dame? Ich bin schlecht mit Gesichtern, aber ist das die Speedrun-Dame? Vielen aber nicht nach dem Dachs des Eisrun, sondern nach mir einer Apostel-Questline. Ja? Okay, das erklärt alles. Das erklärt alles. What the fuck? So viel habe ich nicht mal auf meine Lernseite für die Schule geschrieben. Das nenne ich Dedication-Chat. Das eine auf eine Seite zu bekommen. Was? Warte, was? Ich versuch das eine auf einen Seite zu bekommen. Okay. You're lucky it left you with a charge. Wo zur Hölle? Creepy Pasta Punch, explain yourself. Get up, Penis. The night is young. Penis! Get up, Penis. Es ist Zeit, Penis. Hab ich gerade Chat Penis genannt? Tut mir leid, Chat. Es ist Chat Penis. Nein, es ist Zeit, Chat. Es ist Chat Penis. Es wird nicht besser. Es ist Zeit, Penis. Die Nacht ist noch jung. Was? Es ist Zeit.
zum Ausbumsen. Das wird ausgebumst. Ja, ja, die harte Realität wird euch heute Nacht einholen, wenn ihr alles ausbumsen werdet. Also, get up, Benis. The night is young. Ja, ja, ich verstehe die Storyline, die Clippy hier versteckt hat in dem Video. Die Storyline von, das wird ausgebumst zu die harte Realität holt dich heute Nacht ein und get up, Benis. The night is young. Wisst ihr was? Wisst ihr Bescheid, Chat? Ihr wisst Bescheid. Sprechen, nochmal denken und dann sprechen. Nee, das funktioniert bei mir nicht. Ich bin, glaube ich, der erste Mensch, der sich selber im Nasentropfen reingemacht und geboxt hat. Ich habe Angst. Warum kam ich rein und höre nur Benis? I can explain. Clippy? Wo ist Clippy? Ich muss Clippy schreiben. Was sollte das? Meint ihr, da kommt noch mehr, weil das Video ist ja noch lang? Ich muss morgen arbeiten. Na, scheiß auf Arbeit. Gehst halt nicht hin. Guten Abend, Yato, hallo. Schönen guten Abend wünsche ich dir. Hallöchen, hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Get up, Penis! Penis! Mein Fuß schläft schon wieder ein, weil ich schon wieder im Seiderschnitt. Im Scheiderschnitt. Meine Güte! Im Kaiserschnitt! Ich spiele auch immer im Kaiserschnitt! Das ist wirklich angenehm, im Kaiserschnitt zu spielen. Wirklich. Im Scheider. Im Scheidersitz. Seiderschnitz? Scheiderschnitt? Natürlich Chupa. Im Seid. Im Kaiserschnitt. Schnitzenseider. Junge, im Schneidersitz. Im Schneidersitz. Jetzt, im Schneidersitz. Der Arme wird beim Waschen beobachtet. Ja, aber das weiß der nicht. Das ist versteckte Kamera. Das kriegt er gar nicht mit. Der denkt wieder, hey, ob es hier spricht wieder mit sich selber vom PC und ich leck mir mal die Puperz. Hey, der hat da gar keinen Vertrag mit. Warte, was? Mein Gehirn war zu langsam, das nachzuvollziehen, was da gerade passiert ist. Ach, es geht um die Katze! Ich soll dem Typen gar nicht zuhören! Leute, wisst ihr, das ist das Problem. Da sitzt so ein sympathischer Dude, der so ein richtiges Sunnyboy-Lächeln hat, der dich einfach catcht. Du guckst, ich war richtig so, what is happening? Ich hab die Katze nicht mal gesehen! Immer so rückspulen. Der denkt wieder, hey, ob es wieder mit sich selber vom PC und ich leck mir mal die Puperz. Ach, es geht um die Katze. Ja, früher, so mit Lattenrostbett. Ah, es geht um die Katze da hinten. Ah, er redet über die Katze und es geht um die Katze. Nein. Nein, Leute, man darf Leute sympathisch aussehen finden, ohne direkt... Hallo, das ist nicht Gandalf. Der Unterschied zwischen diesem jungen Mann hier und Gandalf ist enorm. Also von daher... Na boah, die haben schon mal beide lange Haare, ne? Also, so gesehen haben die beide schon mal lange... Aber der Unterschied... Nee, zwischen Gandalf, Dumbledore. Ich hab Dumbledore gesagt. Gemeint. Der Unterschied zwischen ihm und Dumbledore ist enorm. Also könnt ihr das abschminken, Chat. Der junge Gandalf. Nein, Dumbledore. Ja, früher, so mit Lattenrostbetten und so. Ich glaube, die sind schon öfter mal zusammengebrochen, ne? Früher? Was soll das heißen? Ich hab auch einen Lattenrost. Madame? Was soll das heißen? Mein Lattenrost steht! Ich habe meinen Lattenrost, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Und es ist noch nie zusammengekracht. Ich weiß nicht, ob das ein Flex ist. Oder ob ich mich damit eher selber gedisst habe. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich wollte das Statement trotzdem bringen. Ich wollte das Statement trotzdem raushauen. Fliegengewicht. Ey! Mir ist der Bettrahmen gestorben bei meinem alten Bett. Leute, alle meine Freunde, also was heißt alle? Die meisten meiner Freunde haben auch entweder Bettrahmen oder Lattenrost. Lattenrost? Lattenrost. Lattenrost. Ja, doch, kaputt gegangen. Kies seit 10 Mann nicht mehr gewachsen. Hey! Ich habe es ja mit den Steilvorlagen. Ihr seid, das sind Videos schuld. In diesem Fall, ich wollte euch zuerst die Schuld geben, ja. Ich gebe es zu. Als Streamer wollte ich direkt sagen, ey Chat, das ist eure Schuld. Aber in diesem Fall, nein, das Video ist schuld. Euch trifft keine Schuld. Ich bin ein konstruktiver Streamer. Ich habe gerade verstanden, dass ich was falsch gemacht habe.
Es war nicht eure Schuld, okay? Es tut mir leid, dass ich diesen Satz überhaupt erst angefangen habe und wieder euch wieder alles auf euch abschieben wollte. Das gehört sich nicht als Streamer. Es tut mir wirklich leid. Der Holzleim wollte nicht mehr. Sollen wir Clippy für dich fragen, ob er den Clips jeweils einen roten Pfeil mit Watch hier hinzufügen kann? Oh Gott! Ich kenne nicht die Betten aller meiner Freunde. Ich schon. Ich war mal bei Jin zu Hause und dann setzt man sich halt aufs Bett. Also. Egal. Ich glaube, es wird eh nicht besser. Ich hatte früher so ein Futonbett mit Lattenrost, da ist mir auch eine Latte durchgegangen. Das hört sich ja. Ja, Mensch! Nein! Hallo, bei meinen Freundinnen oder so? Hat sich halt aufs Bett gechillt, so. Happens. Ein Futon! Warte mal, aber ein Futon? Ein Futonbett hat doch keinen Lattenrost, oder? Oder nicht? Bin ich gerade doof? Ein Photonenbett? Ein Bett aus Totos? Ach du heilige Ananas. Nein, danke. Nein, danke. Ein Bett aus Totos will man nicht. Nein, hat er nicht. Wie ist denn das dann? Ich habe Fragen. Heute spielen wir Dark Souls 3. Oh. Oh nee, ich sehe halt wirklich aus wie ein Opa, wenn ich das mache. Dumbledore. Leute, schaltet nicht ein. Dumbledore! Schaltet bitte ein, wenn es wieder heißt Dark Souls 3 mit mir und einige von euch werden sie vielleicht noch kennen. Das ist die PS5 damals, 2000, ich weiß es nicht, 23 oder so rausgekommen. 2023, glaube ich. 50 Jahre her. Doch lange Haare wären. Wenn es jetzt noch lange Haare wären, würdest du? Yes. Was? Nein. Nein, natürlich nicht. Hallo? For legal reasons, this is a joke. Hallo, Rezo! Das ist der älteste Mann der Welt. Dumbledore? Photonbett liegt höher als ein Photon. Ach, es ist ein Photonbett. Aber ein Photon selbst hat keinen Lattenrost. Photonbett hat einen Lattenrost, aber das, was sie meinte, ein Photon. Dachte ich mir auch gerade. Die Verwirrung ist verwirrt. Leute, können wir einmal ganz kurz durchatmen? Ich muss mich sammeln. Ich bin nämlich richtig verwirrt. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommt, aber in meinem Gehirn hat sich gerade irgendwie so ein Zahnrad ausgeschalten oder so. Ich weiß es nicht. Ganz kurz. Okay, mir geht's wieder gut. Der älteste Mann der Welt ist immer noch Chuck Norris. Dank Gott. Kennt ihr das nicht, wenn euer Gehirn straight up nicht mehr funktioniert? Servus, Nietzschebotzu. Servus. Warum werde ich jetzt gebonkt? Ich bin gespannt, wie die VTuber und Streamer in 20 Jahren sind. Schauen wir dann 50, dann 20-Jährigen beim Zocken zu? Ich habe keine Ahnung, honestly. Ich bin mir nicht so sicher. Ich frag mich auch, Helgo. Ich frag mich, wie ich in 20 Jahren bin. Ich hoffe, ich bin noch nicht scheiße. Ich hoffe, ich bin in 20 Jahren nicht voll der... In 20 Jahren bin ich so Apo Red 2.0 oder sowas. Keine Ahnung. Einfach voll komisch geworden. Voll weird entwickelt. Ich hoffe nicht. Ich hab Angst davor. Hallo, Guys Rocks. Trinkt eine Portion Wärme. Komm her! Dauerzustand. Typische Bewerbungsfrage. Wo sieht man sich in 10 Jahren? Auf ihrem Stuhl! Schreibt das nicht hin. Ihr kriegt den Job nicht. Aber es ist lustig. Ist lustig! 20 Jahren sind wir alt. Wieso 20 Jahre warten? Ja, wieso 20 Jahre warten, wenn du auch jetzt schon scheiße sein kannst? Weil du Insel bist, aber so tust, als wärst du Millionär? Richtig. Das nennt man Kopium, Muki. Das nennt man Kopium. Hallo, Ella! Bist du verheiratet, hast 2 Kinder und lebst schon einen Twitch-Milliarden? Nein, das glaubst du auch wohl selber nicht. 2 Kinder? 2 Kinder? Doch ganz schön viel. Ich glaube, mir reicht eins. Oder eine Katze, die nehme ich auch. Brokey Moki und... Genau, ich bin dann auch Brokey Moki. Das klingt so falsch. Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Hallo, Herr Willief. Jeden Tag, als wäre es dein letzter. Oh mein Gott, morgen muss ich sterben. Oh, die Milliarden streitet sie nicht ab. Aber ich hätte gerne eine Milliarde. Was würde ich mit einer Milliarde machen? Was würdet ihr mit einer Milliarde machen, Chat? Wenn ihr eine Milliarde hättet. Kopium bringt Opis um. Ey, das habe ich noch nie gehört. Also ein Kind und eine Katze. Nee, ich glaube, ich nehme 2 Katzen und kein Kind. Verheiratet mit wem? Toto?
Kuretora. Niemals in meinem Leben. Toto ist unheiratbar. Niemand hat, also ich wünsche, selbst meinen schlimmsten Feinden wünsche ich nicht eine Nacht mit Toto. Keine einzige Nacht mit Toto wünsche ich denen. Winra kaufen. Na, ja, dann hätte man endlich mal die 40 Euro über, ne? Dann hätte man endlich, wenn man Milliardär wäre, hätte man endlich mal die 40 Euro über, um Winra zu kaufen. Land in Schweden kaufen und nie mehr arbeiten. Oh. Wenn ich eine Milliarde hätte, würde ich Toto zum Präsidenten machen. Okay, habt ihr es gehört? Hitoshi darf schon mal keine Milliarden bekommen, sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Wo ist denn Toto hin? Der hält jetzt seine Klappe während der Reaction. Aber ist jetzt alles elektrisch? Ist jetzt alles elektrisch? Ich glaube schon. Der hat gerade legit... Der hat legit Watson gerammelt. Der hat den legit gerammelt. Der hat so gemacht, so. Und den so hier gebissen. So, weißt du, so. So über ihn, ihn gebissen und dann so gerammelt. Ja, Mensch. Warte mal. Ach so, es geht um sie. Da war nämlich gerade noch ein Typ hinter mir. Ich habe mich gerade auf meinen zweiten Bildschirm gedreht und habe das gesehen hinter mir und habe mich richtig erschrocken. Ja, welche würde ich die Schule und Kita sanieren? Nee, das finde ich irgendwie cool. Knopf, Knopf, das finde ich schön. 50er-jährigen Streamer, die Retro-Games, also die heutigen Games, sagt, schaut mal, war damals richtig geile Grafik. Es wird jetzt... Hallo, Masterwald, hallo! Das ist halt eine Katze. Ja, eine Katze denkt halt nicht darüber nach. Die rammelt einfach drauf los. Das ist halt nicht so viel mit Gehirn. Katzen haben winzige Gehirne. Da ist nicht so viel mit Denken. Die machen einfach... Die rammeln einfach drauf los. Das happens. Just cat things. Lass deinen Bruder in Ruhe. Ach so. Ja gut. Ja. Machen das alle Katzen, ja. okay. Das macht die Clipper nochmal 10-mal besser. Lass deinen Bruder in Ruhe. Was gucken wir denn so? Wir gucken Twitch Clips Germany. Hm. Warte mal, der heißt jetzt Streamclips, aber die Folge heißt immer noch Twitchclips? Clippy? Ich zeige euch kurz mal ein Tutorial, wie man auf so eine Drohne landet. Da hat man quasi instant eine Waffe. Ich glaube, das geht schief. Bald auch bei Ihnen auf YouTube. Hä? What? Oh Gott, also, ja, Tutorial, wie man Letzter wird. Tutorial, wie man Letzter wird. Ich finde, wir haben gerade wir haben sehr schön pausiert, schaut mal. Immerhin war er nicht der Erste, irgendjemand ist halt noch vor ihm gestorben und ich habe Fragen wie. Vielleicht war er der Erste und die Person davor ist disconnected. Genau, vielleicht war es die erste, letzte Person. Wieso kriegen es denn jetzt wieder die Saarländer ab? Ich weiß auch nicht. Cake-Pause. Also können wir eigentlich bleiben, oder was? Eine schöne Aussicht da draußen aus dem Fenster. Mensch, ist das eine schöne Aussicht. So eine schöne Aussicht, die wir hier haben. Natürlich die Aussicht aus meinem Fenster heraus. Ja, ich sehe einen Baum und einen Cake und einen Baum. Muss das Katzen nicht dort trinken, wo sie essen? Also wenn sie fressen bekommen, trinken sie nicht das Wasser, wenn es daneben steht. Warum? Echt? Immerhin hat das auf YouTube geschafft, war wohl gewollt. I mean, wenn er jetzt das nächste Mal auf einer Drohne landet, landet er das nächste Mal, also, you know, das, also, wer weiß? Ich glaube, die hatten dieselbe Idee mit der Drohne. Vielleicht hat es bei beiden nicht funktioniert. Ui! Das war dumm, das war so dumm, das war so unfassbar dumm. Der Cake wurde gerade, das war gerade Chachli Cake. Chachli Cake. Oh Gott! Oh nee! Nee, stopp! Fuck. Mm. Das meinte ich damit nicht. Zum Öffnen nicht das Fenster einschlagen. Mm. Sicher? Bist du dir sicher? Das heißt übrigens Twitch Clips, weil momentan nur Clips von Twitch drin sind. Ach so, okay. Der Cake wurde zum Donut. Was? Oh nein! Nein, bitte nicht.
Chat. Eins in den Chat. Kommt, eins in den Chat. Ihr so. Zwei, zwei in den Chat. Ich so. Das ist okay. Jetzt kommt ihr mit der Eins. Jetzt packt ihr wirklich die Eins in den Chat. Also bei uns hat das auch gut geklappt, Chat. Erinnert ihr euch? Bei uns hat das auch gut geklappt. Bei uns hat das... Oh mein Gott, ich habe einen Link gespottet. Guckt mal, ich habe einen Link gespottet. Ich kann nicht mehr. Da sollt ihr einmal bei einem Witz mitmachen. Das sollt ihr einmal bei einem Witz mitmachen und zwei... Chat, welche Zahl möchten wir im Chat sehen? Welche Zahl möchten wir im Chat sehen? Ich höre es nicht. Ihr müsst lauter schreien. Die 69! Let's go! Wer zur Hölle hat da gerade Pi reingeschickt? Wer zur Hölle hat da gerade Pi reingeschickt? Geil. 69! Schreiben. Ich kann. Nee, Chat. Fünf? Was? Wollen haben fünf? Pubbled Deep Slate Slap. Ich möchte das mal auf Deutsch stellen. Können wir mal ganz kurz, bevor er jetzt irgendwas Komisches macht, darüber reden, wie hübsch sein Zimmer ist, das er hier hat? Also, like, holy, das. Da würde ich auch gerne drin wohnen. Ist das ein Bett oder ist das eine Couch? Ja, sieht voll schick aus. Sieht voll gemütlich aus, oder nicht? Ich finde, das sieht sehr gemütlich aus. Sehr comfy, no? Nein! Ey! Nein! Ey! Ey! He's dying! Nein! Was hat eigentlich das Set? Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich! Oh nein, und dann dauert das so lange, alles zu laden, ey! Unter der See! Wir sind unter dem See! Under the sea. Er wird ertrinken. Er ist ertrunken. Schnelle Rechner retten Leben. Richtig. He did not see that coming. Oh mein Gott. Aua. Aua. Nein. Den Witz hast du nicht gebracht. Den Witz hat er nicht gebracht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Handy im ersten Part. Oh, ich hab mein Knie so gestoßen! Bruder! Was war denn mit dir falsch? Was hat eigentlich das Handy im ersten Part? Junge! Alter, ist die Speed! Holy shit, ist die Speed! Kurz weg, fressen kaufen. Mach das bis später, Lobo! Die hat es halt eilig, Alter. Ich glaub, ihr Kinderwagen da unten, der hat irgendwie so, weiß ich nicht, Nitro-Antrieb oder sowas. Das macht eine Staude auf der Bahn, sie staut sich. Nein! Stau sind auch nur verdammte Flüsse. So gesehen schon, ja. So gesehen irgendwie schon. Oh mein Gott. Ach schau, die lächelt so nett. Ist das süß. Hör auf zu schreien, ich schreie zurück! Oh, ich hab mein Knie so gestoßen. Gott. Oh Gott. This is also Just Dance. Das ist die normale Just Dance. Leute, ich... Das ist die normale Just Dance Experience. Können wir uns das nochmal angucken? Bitte, für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft! Ich gehe auch aus auf die... Ich mach mich klein. Ich gehe hier so hin. Okay? Für die Wissenschaft. Jung von heute! Guckt euch diesen Tanz an! Wunderschön. Ach, wunderschön. Wisst ihr, worauf ich gerade Bock habe? Das kommt jetzt richtig random. Aber ich musste gerade an diese Gurkensticks, die man in Tzatziki eindippt, denken.
als ich diesen Tanz gesehen habe. Bitte fragt nicht, wie diese Connection zustande kommt, weil ich weiß es selber nicht. Aber ich habe voll Bock auf Gurkensticks in Tzatziki. Boah, dafür würde ich gerade einfach töten. Oh mein Gott! War da Gurkensticks? Das ist so eine Gurke! So eine Salatgurke, ohne, also nur halt in kleine Sticks geschnitten, damit du die dippen kannst. Schwanger? Was für schwanger? Gurkensticks sind so. Du schneidest die Gurke in Sticks. Wartet mal. Gurkensticks. Das ist ein Gurkenstick. Guck mal, Chat. Nein, ich will nicht abonnieren. Guckt mal, Chat. Das ist ein Gurkenstick. Geviertelt. Ja! Ja! Genau! Ja! Und dann so mit Tzatziki und nicht mit Dill. Mit Tzatziki. Da mit Tzatziki. Ich glaube, sie ist schwanger. Bald Gurke mit Nutella. Ich sag Bescheid, Bastelkorb, wenn es soweit kommt. Oh, ich hätte so Bock drauf. Warum habe ich Angst vor dem Ginger Clip? Der wird doch voll Premium. Der Ginger Clip wird voll Premium. Ich mag keine Salatgurke, daher vielleicht die Verwirrung. Echt nicht? Aber das schmeckt so geil mit... Okay, akzeptiert. Akzeptiert, Bene, akzeptiert. Ich akzeptiere, wenn du das nicht magst. Das ist okay. Alter! Profi! War das gerade satisfying? War das gerade satisfying? Hä? Okay, Profi. Ich will auch. Was ist das für ein Spiel? What the fuck? Ist sie da auf einer Toilette und macht Fotos von sich? Ja, ist normal bei dem Level. Ah, das sah so satisfying aus. Das sah so profimäßig aus. Sie hat es halt drauf. 100%ig. Voll geil. Es sah voll nice aus. Entschuldigung, ich bin maybe I am weird. I don't know. Maybe I am weird. Ich kenne das Spiel, habe ich mal bei Seth gesehen. Was ist das für ein Game? Bist du eine fliegende Hand? Pass mal auf, ich bin nicht nur eine fliegende Hand. Ich bin auch Beine. Also besser wird's heute nicht mehr. Ja, dass du Beine bist, das sehen wir. Also, dass du Beine bist, das ist wohl wahr. Das muss wohl stimmen, ja. Das scheint wohl richtig zu sein. Ja, ich sehe, dass du Beine bist. Richtig. Oh mein Gott. Warum? Oh. Oh no. Ich meine Hose nicht hochgezogen. Nee. Was ist das für ein Spiel? Oh, Junge, das kannst du doch nicht machen, Alter. Ach nee, das ist kein Spiel. Was ist das, ein Spiel? Ist das Real Life? Ey, ich wollte gerade sagen, oh geil, da können wir gleich Unfall zugucken. Ah, ist ja gar kein Spiel. Ist ja gar kein Spiel. Was hat der Typ gerade gemacht? Warte. Ich habe ja keine Ahnung davon, aber wir gucken nochmal. Ich hochgezogen. Is this the real life? Oh, Junge! Oh, ey, das bin ich! Das bin ich in Euro Truck Simulator! Alles klar, gute Nacht, Tobi! Viel Erfolg dir bei deiner Wohnungsbesichtigung! Die Grafik ist echt hochauflösend. Guckt euch mal diese Hand an. Die sieht richtig Premium echt aus. Die Hand sieht richtig premiumsmäßig echt aus. Nee, du fährst besser. Der Typ hat das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nicht machen, Alter! Das kannst du doch nicht machen. It's a butterfly. Schmetterling. Darling, a fairy butterfly in the forest. Schmetterling. Schmetterling. Schmetterling.
Schmetterling! Schmetterling! Schmetterling ist ein böses Wort. Krankenwagen! Ich finde Schmetterling aber schlimmer als Krankenwagen. Schmetterling! Scheiße, mit einem LKW einen PKW überholt. Richtig. Das wäre der Unterschied gewesen. Ich hätte es genau andersrum gemacht. Ich hätte es legit ganz genau andersrum gemacht. Das ist aber ein Video, was der sich anguckt. Na, oh Gott, ich dachte gerade schon, der streamt vor Ort schon wieder. Heuwegelchen. Hat ja auch mit Schmettern zu tun. Kennt ihr Schmetterball oder so? Das war so ein Sport aus der Schule. Das sieht nach Berlin aus. Ist auf jeden Fall aus dem Spiegel-TV. Ich verdecke gerade zwar das Spiegel-TV-Logo, aber es ist wahrscheinlich irgendwie eine Doku aus dem Spiegel-TV. Maybe. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Das Jahr ist gerade 19 Minuten alt, da wird der erste Tatverdächtige auch schon flachgelegt. Bra. Oh. Was? Damn. Da wird der erste Tatverdächtige auch schon flachgelegt. Oh Mann, ey, was ist denn heute los? Heute ist alles nicht normal. Heute ist doch nichts mehr normal. Das kann doch nicht sein, Chat. Damn, Polizei got the risk, aber for real. Aber wirklich. Like, legit. Die Bumsen gleich vor Ort aus. Nein, ich war im Allgemeinen zu spät. Das heißt, ich hätte ihn nicht retten können, egal was ich jetzt gerade tue. Ah, du kleines Pisskind! Du kriegst Hausarrest, bis du 18 bist! Du kleiner Elendiger! Das sind legit Eltern. Legit Eltern in a nutshell. Auf der Polizist dann eigentlich Bein hoch. Nein! Polizeiris, soll ich vorbeikommen und dich flach? Lena hat einen guten Start ins Jahr, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, nicht mal 11 Minuten und der erste wurde direkt flachgelegt. Ja. Was macht? Oh nein, das wird jetzt wieder ein typischer Milchbaum-Clip. Hallo Saburo! Subaru! Nein, nicht Saburo. Subaru! Die Polizei hat sehr große Stöcke, habe ich gehört. Das wird immer besser. Average Teenie-Zuschauer bei weiblichen Streamern. Oh Gott. Junge, diese Bilder im Kopf. Oh, bist du ehrlich? Bist du so notgeil, dass wenn ich hier nur irgendwie Mayo aus einem Gefäß hier rauskratze, dass du dir... Was willst du mit so viel Mayo? Was willst du mit so viel Mayo? Das ist ja widerlich. Eklig. Bah. Auflauf. Dippen? Oh. Okay, wisst ihr was? Okay, ja. Ich dachte, die isst das dann so mit dem... Also, ich habe gerade mir vorgestellt, wie sich so ein Löffel nimmt und das einfach isst. Das ist Durchschnittsessen von meinem Schwager. Wie viele Pommes eintucken. Aber da brauchst du wirklich schon so ein Kilo Pommes, ne? In Auflauf gehört doch keine Mayo. Wirklich? Wer macht denn bitte Mayo in seinen Auflauf? Hallo, Becky und Gio. Wer macht denn Mayo? Okay, Chat. Wer von euch macht Mayo in einen Auflauf? Show yourself. Zeigt euch. Wie soll ich mir das vorstellen? Nutella besser! Nutella in den Auflauf! Gute Nacht. Ja, macht bitte keine Mayo rein. Madison. Wie viel Mayo machst du da rein? Nudelsalat ist okay. Bei Nudelsalat akzeptiere ich. Bitte kein Nutella in euren Auflauf! Nein! Ich mache Mayo-Gemisch mit Tonne. Tonne? Und bitte macht nicht euren Auflauf. bitte macht nicht Nutella in euren Auflauf. Geht also, wenn man Mayo selber macht, auch locker. Ist Mayo, wenn man die selber macht, nicht so süß wie die, wenn man die kauft? Dreck denkst, das könnte dein Sperma sein. Ist das dann ernst? Kommt so viel Sperma aus dir? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Fantasie, mein Freund. Weißt du was? 3 plus 3 ist 6. Okay. Milchbaum muss wieder Horny Zuschauer bonken. Mayo, süßes hast du was falsch eingekauft. Nee, nicht süß, sondern so. Mayo ich. Da gehört nur eine Tonne Käse drauf, wirklich.
Auf Auflauf gehört eine Tonne Käse. Nicht mehr und nicht weniger. Ölig, genau. Ein halben Esslöffel Käse. Nein, ich möchte nicht. Bitte nicht, ich will nicht Mayo pur dippen. Self-Help Mayo schmeckt 100.000 Mal besser und anders als gekaufte. Hallo White Choc. Da muss ich die irgendwann mal selber machen, weil ich mag Mayo an sich echt gerne, aber ich kann davon nicht zu viel essen, weil davon wird mir immer sofort sehr schnell schlecht. Es gibt nie zu viel Käse. Kommt das im Test dran? Ja. Möchten Sie noch etwas Auflauf zu Ihrem Käse oder ist das genug? Nach welchem Schema werden die Gegenstände später einsortiert? Nach Zugehörigkeit? Also so ähnlich stellst du dir vor wie in einem kunsthistorischen Museum, wenn du irgendwie in die Neandertaler-Ausstellung gehst, dann siehst du da halt eine Höhle mit... Eine Höhle. Da findest du eine ganze Höhle. Hallo, Revenge, danke für den Lurky. Jetzt habe ich Bock auf diese japanische Mayo bekommen. Was ist japanische Mayo? Ich fühle mich so dumm gerade. Ich kenne das alles nicht. Was ist japanische Mayo? Ist die gut? Uralten Eingeborenen auf einem... Mayo aus Japan. Kleinen Das ist... Ja, ihr habt recht. Das ist Gronk. Und dann halt Gegenstände, die dazu passen. Okay, welche Gegenstände passen zu Gronk? Eine tote Katze. Oh, Hühnchen-Curry, du musst öfter was anderes essen als Instant-Rahm. Ich esse voll selten Instant-Rahm. Instant-Rahm gibt es bei mir vielleicht einmal im Monat. Ich esse die meiste Zeit Nudelauflauf. Nein. Und Brot. Und Brot. Ich mag Brot und ich mag... Ich esse meistens... Das ist, was ist, ich esse meistens in der Kantine von meiner Uni, weil da muss ich nicht selber kochen. Ein Lurch. Ach klar, ich frage mich echt, wie Mischbaum es schafft, so viele komische Leute bei ihr sind. Man sagt ja, die Streamer formen ihre Community. Nein, ich glaube, Mischbaum kann nicht wirklich dafür. Sie sieht halt super schick aus. Genau. Und das Internet, das sind halt sehr viele Ungebildete. Ja. Dabei. Besser eine tote Katze als Lauch. Entschuldigung! Hast du mich gerade Lauch genannt? Geht's dir gut? What the fuck? Was? Was ist das? Bist du verrückt? Oh mein Gott. Ach, die Riesenspanne! Die Riesenspanne! Der hat so eine Riesen... Guck mal, Chat, hier, da seht ihr die Riesenspinne, die er in der Hand hat. Wartet, hier. Also diese riesige Stoffspinne, die man irgendwie auf Leute raufwirft und dann reagieren die ganz, ganz, ganz extrem häufig, weil das ein super... Also, weil da schon ein gruselig... Das ist schon gruselig, sind wir ehrlich, das ist schon... Das ist schon sehr gruselig. Plot Twist, die ist echt? Nein! Mir fällt gerade auf, dass ich permanent am Blaschen bin. Oh, ich sehe wieder nochmal alles. Die ist doch nicht echt! Weißt du, was gruselig wäre? Was denn? Zu Gronk passt definitiv ein Kaffeespawner. Aber es gibt halt genügend Leute, von denen ich weiß, dass ich mit ihnen nicht machen dürfte. Also mit mir dürftest du das nicht machen, weil ich mache was dabei kaputt. Also nicht, weil ich... Nicht, weil... Es gibt ja diese Spinnenphobie. Ich habe keine Spinnenphobie. Aber du dürftest das nicht mit mir machen, weil ich mache irgendwas kaputt. Also entweder sterbe ich dabei oder... Mein Tisch ist danach nicht mehr begehbar, weil sie Chat sieht. Die Frau könnte ich sein, so gerne so. So ärgere ich meine Kollegen nur mit echten. Nein! Oh Gott, wir könnten keine Freunde werden, Madison. Wenn das jemand bei dir machen würde, ich wäre so vorbei. Kiki, Cliff. Kino am Blaschen, weil sie Chat sieht. Niemand hat dich Lauch genannt. Als du auf Anspringst, scheinst du dich selber als Lauch zu sehen. Ich bin ein großer und starker. Ich bin eine große und starke Katze. Ich bin kein Lauch. Die Spinne ist echt, aber die Menschen nicht. Kiki ist auch nicht mit der Gurke erschrecken. Also das Problem ist halt bei mir, dass ich meistens irgendwas kaputt mache oder mich halt selber doll verletze. Da muss man aufpassen, dass man es nicht überreizt. Macht nur wieder noch eine Tür kaputt. Die sind teuer, die Türen. Die Türen sind teuer, Shino. Dein Tisch ist begehbar. Nein, aber also danach, also danach liegt mein Tisch, danach liegt mein Tisch auf jeden Fall flach, aber richtig flach. Hallo Mr. Cyril, hallo Trekkie, Hallöchen. Also danach liegt auf jeden Fall mein, also dann auf jeden Fall vorbei. Liegt auf jeden Fall flach, hundertprozentig.
Also ich muss schon sagen, Mario Kart ist ein mega chilliges und entspanntes Spiel. Ich weiß gar nicht, was... Das sagt sie jetzt. 3 Sekunden später rastet sie aus. 3, 2, 1. Ist voll lässig. Du Arsch! Hey, das Timing war gar nicht so schlecht. Das Timing war gar nicht schlecht. Das war voll on point. Habe ich da gerade flachlegen gehört? Oh nein! Ach, du kennst den Clip schon? Nein, ich kenne nichts davon schon. Ich guck das alles neu mit euch. Also zum ersten Mal. Habe ich da gerade flachlegen gehört? Chat, hört auf! Ich bonk euch. Mir geht's gut, Dreckier. Ach ja, entspannt. Sind immer entspannt, bis der blaue Panzer anrollt. Das Spiel ist immer schön, bis man runterfällt. Wirklich, es macht immer Spaß, bis man runterfällt. Aber du kennst Mario Kart. Ja, natürlich kenne ich Mario Kart. Ich bin gut in Mario Kart. Hallo, ich bin Profi. Kia hat das Drehbuch geschrieben. Ey! Mann, jetzt habe ich einfach was hinbekommen und jetzt nehmt ihr mir meinen Ruhm weg. Warte mal. Hallo Lulu! Jetzt nehmt ihr mir meinen... Mein Proudness-Moment weg. Ich hätte auch einfach schreiben können. Wow, Kia, das Timing war wirklich lustig. Aber nein! Kia ist so gut in Mario Kart wie in ETS. Richtig. Also richtig beschissen. Heute wieder Mario Kart mit der Community. Meine Switch ist nicht angeschlossen. Wir können das nicht spielen. Also meine Switch ist komplett nicht angeschlossen, inklusive meine Capture Card ist nicht angeschlossen. Vielleicht habe ich mir vorgenommen, sie immer wieder anzuschließen und es immer zu vergessen. Aber brauche eine Tür, eine Glas, Teller aus Holz, Plastik und einen Tisch aus Stahl. Noch was, du Katastrophe? Ich bräuchte rutschfeste Socken. So mit Noppern, Nopsis unten dran. So mit Nippelis war was anderes. Nopper? Nee, Dopper? Stopper? Nopseln? Nippel? Nee, Nippel ist was anderes. Noppen! Noppen? Nee, Noppel klingt fein. Kann ich welche besorgen? Nupsis! Stoppersocken. Ja, so, ich brauche solche, so Kinderdinger. Einstehen unter so eine gepolsterte Zimmer, wäre das nichts für dich? Meinst du die Gefängniszellen? Nippel hat man auf der Brust. Ja, wenn du einen Nippel an deiner Fußsohle hast, solltest du dir Sorgen machen. Anti-Rutschlipsis. Also Dinger, so Dingsdangsdungsis. So Dingsis darunter. Nee, die in der Klappe sind noch besser. Noch besser, die Gummizelle. Hallo Ampia, schreib sie auf deine Wishlist. Oh. Mal gucken. Hallo Ampia, Kie bekommt einfach einen Michelin-Anzug und nichts passiert mehr. So eine Zwangsweste? Zwangsjacke! Majora und Kloteppich arbeiten noch an den Ninja-Nippelsocken, dauert noch etwas. Oh, aber es gibt Ninja... Gibt es irgendwann... Ninja. Gibt es irgendwann Ginger-Nippelsocken? I want. Da muss ich mal zum Arzt, der besser ist. Hebel ziehen. Oben Alter, das ist so ein Endboss, das Gerät. Das Gerät ist so ein Endboss-Chat. Wirklich, das ist ein Endboss. Ich kann die Dinger nicht benutzen. Das ist voll traurig, weil ich habe mal eine halbe Stunde lang versucht, eine Dose zu öffnen, weil da war Mais drin und ich wollte Mais löffeln. Ihr kennt es. Und der random Drang, nachts um 2 Uhr Mais zu löffeln. Aber ich habe die scheiß Dose nicht aufbekommen. Tschüss, Oxo! Dosenöffner! Ja, wirklich, das muss jemand für mich machen. Auf die Kante und Hebel wieder zurück. Moment. Oben drauf. Horizontal drauf. Ihr meint so? Und jetzt irgendwie wieder zumachen, oder nicht? Keine Ahnung. Wer braucht schon Mais? Ich brauche Mais. Ich reiß die einfach auf. Das geht. Wie hast du bis jetzt überlegt, Kiki? Es ist ein Mysterium, Heigo. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Hören Sie an, wie so ein Anime-Girl, was immer failt. Hitoshi, willkommen in meinem Leben. Ich faile immer. Der Unterschied ist, dass ich kein Anime-Girl bin, aber ich faile immer. Hammer und Messer. Kann ich doch nicht auch so mit so einer... Also kann ich auch mit einer Schere reinhauen oder so? Kiki braucht einen Ehemann, der Koch ist. Herr Toto fällt schon mal weg. So Hightech, das geht auch mit einem Sackmesser. Was ist ein Sackmesser? Die neuen sind easy. Ich hatte jahrelang noch einen alten mit der scharfen Kante, der die Dose nur aufgeschnitten hat. Ew. Okay, sie hat es aber auch nicht geschafft. Ich fühle mich besser, weil sie hat es auch nicht geschafft. Ich meine, schade für die Dose. Aber in dem Clip fühle ich mich gerade besser. Bitte nicht, du verstümmelst dich so selber. Ja, lieber nicht. Lieber lasse ich die Scheren weg. Lieber lasse ich die Schere weg. Die Schere bleibt weg vom Fenster.
Neue Idee. Ich lege hier C4 in, da landen die ja drauf. Neues Lacher. Der C4-Lacher. Und Action. Oh, hey, it worked! What the fuck? Alter Dalu! Dalu ist einfach anders krass. Honestly? Leute, Dalu ist einfach anders krass. Hä, hey, der voll nein. He did it! Es gibt Blechscheren, mit denen geht das. Ich kaufe mir eine Blechschere. Ich schaffe es übrigens immer, und ich weiß nicht warum, ich schaffe es immer, wo wir gerade beim Thema Scheren waren, ich schaffe es immer, dass meine Scheren rosten. Kann mir jemand erklären, warum? Weiß jemand, was mein Problem im Leben ist? Hat jemand eine Lösung? Wie? 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 Ja, die rosten einfach irgendwann. Ich mach die sogar, ich trockne die ab und die rosten trotzdem. Liegt das irgendwie an der Luftfeuchtigkeit? Weil ich habe ja Altbau und Luftfeuchtigkeit ist actually ein hartes Problem. Wenn ich einen Tag mal nicht da bin, um richtig zu lüften und alles richtig durchzuführen, dann habe ich meistens so ein... Dann hol dir neue. Ja, aber das passiert immer wieder. Ich mach die Scheren nicht so nah. Also manchmal aus Versehen, aber dann trockne ich die mal ab. Flugrost? Wer rastet, der rostet. Fleischsalat und Heringssalat. Oh, das klingt voll geil. Wer von euch hat gesagt, bei mir auch? Kontaktkorrosion? Korrosion? Wasser mit Salz als Stahlrosten? Aber ich machte doch... Ich bin irgendwie verwirrt. Mir ist noch nie eine Schere verrostet. Hol die rostfreie Scheren. Kauf welche aus Edelstahl. Okay. Wenn es keine Edelstahlschere ist, immer Öl benutzen. Was schneidest du, dass überhaupt nass werden? Eigentlich nichts Nasses. Das frage ich mich auch manchmal, Muki. Manchmal benutze ich die Schere und dann gucke ich sie an und bin so, warum zur Hölle bist du jetzt nass? Okay, meine Nagelscheren, die rosten nicht. Aber die Nagelscheren und so, wenn ich, die habe ich immer in meiner kleinen Kosmetiktasche, die ich in meinem Rucksack habe. Da ist die Nagelschere mit drin. Weil ich habe leider das Problem, dass mir manchmal Nägel einreißen im Chemielabor oder sowas. Und dann muss ich die immer direkt abschneiden, weil sonst tut das richtig weh auf Dauer. Und da packe ich die immer in so eine Plastiktüte. So, also die sind in so einer... Keine Ahnung, in so einem Gummiding drin. Da kommt halt nichts rein. Was studierst du nochmal? Frag nicht! Böse Frage, Seraf. I mean, ich studiere Biologie und Chemie, aber ich weiß trotzdem nicht, warum meine Schere rostet. Welche Metalle rostet ich? Nein, es geht aber darum, dass sie ja nicht nass wird und trotzdem rostet, Seraf. Also es geht darum, dass meine Schere, ich halte ja nicht random in Wasser. Die rostet ja trotzdem. Dann werden die Dinger schon nass, aber ich stell die auch in die Spülmaschine und die rosten nicht, obwohl da viel Wasser drin ist. Nässe beschleunigt nur. Die wird ja gar... Also, keine Ahnung. Vielleicht habe ich doch ein Luftfeuchtigkeitsproblem. Okay, ich glaube, was habe ich daraus gelernt? Ich bin dumm, weil meine Schere rostet. Ich dachte, du wärst Türcrash-Test-Dummy. Nee, ich studiere. Schneidest du dich oft damit? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich noch nie geschnitten. Die ist alt, oh, riesig. 3 Euro Billigschere ist 8 Jahre alt und rostet nicht. Damn, Aceton soll helfen. I'm not sure. Nennt sich Flugrost durch die Feuchtigkeit in der Luft. Also habe ich wahrscheinlich wirklich ein Luftfeuchtigkeitsproblem. Okay. Dann kaufe ich mir jetzt Anti-Rost-Scheren, I guess. So Lingen, die halten fast dein Leben lang. Ist okay, ich brauche einfach nur Scheren, die nicht rosten. Die müssen nicht gleich ein Leben lang halten. Okay, dann mache ich das ab jetzt. Mach mal ein Bild von der rostenden Schere, dann können wir das analysieren. Ich guck mal gleich, ob ich die holen kann. Was macht der da? Ich hab Fragen. Was ist das? Bitteschön. Hä? Bitteschön. Hä, was hat er da reingemacht? Warte mal, was war in diesem Teil dran, ne? Rauchcocktails? Ach, das ist... Okay, das ist aggregierter Rauch. Okay, ja. In Bonzen-Restaurants machen. Voll nice. Okay, I see. Das ist so Du bist die Chemikerin. Ich habe keine Ahnung, was genau in dieser Pistole stattfindet, aber das wird so...
das ist halt aggregierter Rauch, genau, also das ist Chemie. Und wenn du den andingst hast, dann macht es Puff. Keine Ahnung, ist das der Druck da drin? Ist das der Druck da drin? Wird das gepresst? Also ist das so eine Hochdruckpistole? Keine Ahnung. Molekulare Cocktails. Klingt fachmännisch erklärt. Also Knallgas, ne, Knallgas ist das nicht. Knallgas ist das definitiv nicht. Fand ich mich überfordert. Was knistert denn da? Das ist das Papier von dem Schokobonbon, den ich gegessen habe. Das ist keine Formel. Das ist keine Formel. Das ist tatsächlich, hat nichts mit Formeln oder Ähnlichem zu tun. Ich weiß auch nicht, was das für ein Rauch ist. Aber in der Theorie müsste das einfach durch den Druck wahrscheinlich so kleinen Film mit hoher Oberflächenspannung. Ich finde halt, so wie das hier aufsieht, das so ein bisschen aus wie eine Seifenblase, die hier gemacht wird. Guckt. Der presst das da so raus. Und das ist, wenn du es zerplatzt, kommt ja auch keine Flüssigkeit raus. Bitteschön. Schoki-Bonbon. Mein Schoki-Bonbon. Gute Nacht, Madison. Bitteschön. Das halt eigentlich durch den Druck sein, oder nicht? Ich habe sowas auch noch nie gesehen, Leute. Nur von so einem Video. Keine Ahnung. Ist das durch den Druck? Wartet mal. Das können wir eigentlich relativ schnell rausfinden. Ist ja gar kein Problem, sowas mal kurz nachzugucken. Wie nennt man das? Rauchcocktails. Wie? Hä? Irgendjemand hat ein Foto gemacht. Okay, bei Rauchcocktails finde ich das nicht. Wie heißt denn sowas? Das Trockeneis? Nee. Ist das Trockeneis? Nein. Kann doch nicht Trockeneis sein. Oder? Smoke Cocktails. Aber Trockeneis sieht doch nicht so aus. Das sieht anders aus, was ich hier sehe. Das Innere bleibt gasförmig. Ja. Wer macht hier die ganze Zeit Fotos von mir? Cocktail Smoke Bubbles. Ich suche, wartet. Ich suche halt gerade, aber, also ich finde, das sieht dann vielleicht noch am ehesten so aus. Aber das ist halt einfach Trockeneis und das glaube ich irgendwie nicht, weil da machst du das ja einfach nur so rein. Rauchinfuser. Smoke-Generator und Cocktail. Smoke-Generator-Cocktail. Warte mal, ich gebe mal ein Smoke. Cocktail Bubbles. Bubblegum. Aha. 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 Das ist das. Smoke and cocktails, so hot right now. We've actually done a lot of smoke and cocktail videos, including the fact that there's a lot of bourbon. We're gonna talk about bubbles, another fun way to add an interesting aroma to the drink, but it mostly creates an awesome. Das ist halt wirklich so eine Seifenblase, Leute. Will affect that your guests are gonna remember. Here, I'm gonna show you three different ways to make these smoke. Ach bowls. Scheiße, das ist eine STG Reaction. Okay, warte, wir müssen nochmal schneller gucken. Warte mal, macht er das jetzt nach? Kann er da nicht nur ganz schnell sagen, wie es funktioniert? Ist das mit einer Aquariumpumpe? Also. Ach, ist einfach eine extra Blasenflüssigkeit. Aber der zieht da schon den Druck raus. Kann noch klippig schneiden. Wir gucken uns das danach an. Honestly, Leute, wir gucken uns das danach an. Weil Clippy. Just ignore. Wir gucken uns das später an, was da passiert. Einmal in Ruhe. Was ist das für ein Stromding? Welches Stromding?
Naja, ich zieh mal aus. Wenn der PC jetzt aus ist, ist es blöd, ne? Oh nein. 3, 2. Fuck. Da ist mir zum Ersten. Das ist jetzt doof gelaufen. Ich würde das Stromkabel nicht ziehen. Als ob Clippy schneiden würde. Nein, Clippy lässt alles drin. Clippy lässt immer alles drin. Könnte ein Keystream sein. Oh, was ist das denn für ein Kabel? Was ist das denn für ein Kabel? Wusch. Weg. Gone. Ist mir aufgefallen, dass du gar nicht Wormy heißt, sondern Who Am I? Wormy! Bei uns ist es Fixie Heart. Wo ich jahrelang dachte, ach, Fixie Heart ist ja ein süßer Name. Irgendwas, ein fixiertes Herz oder so. Und dann irgendwann so, ach so, Fixie Heart heißt was anderes. Okay, auch das gut. So, dann hebe ich... Fixie Heart. Bei dir wäre bestimmt mehr gone. Also es gibt einige Leute bei euch im Chat, da weiß ich bis heute nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Wormy. Den hinten hoch? Nee. Nein! Fall bitte nicht. Nein, nein, nein. Mach. Nein! Okay, sie lebt. Ich kacke in die Hose. Leute, ein Buch. Wo ist das Buch? Ah, hier. Auf der ja! Oh Mann, warum denn? Ich hasse Erschreckclips. Ich hasse Erschreckclips. Ich hasse Erschreckclips. Bitte mach sie weg. Mach die Erschreckclips weg. Clippy. Bitte mach sie aus. Mach sie weg. Pack sie weg. Tu sie weg. Pistole nicht aimen. Null. One enemy remaining. Good job. Ich hab nichts gesagt. Aim? Aim? Wie wirst du denn ausgesprochen? Muckipack. Muckipack. Muckipuck? Muckipack. 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 Muckipuck. Muckipuck. Muckipack. Muckipuck? Muckipuck? Muckipack. Muckipack! Oh, Luna wird es lieben. Ich hasse es so sehr. Jetzt ist die Frage, wie spricht man Muki. Wie spricht man ihn richtig aus? Ist das ein Lied? Ich lache gerade so hart. Muckipack, Muckipuck. Jetzt Mucki, jetzt musst du mal sagen, was richtig ist. Mucki, Muckipuck. Wo ihr was sagt, ja? Okay. Ich habe den Kampf gegen meine Bürste verloren. Ah. Ja? Ich hab mich eben hingestellt, eine halbe Stunde gebürstet. Und hab's aufgegeben. Ich hab's aufgegeben, ja? Das Wetter, die Kälte, ich hab's aufgegeben. Ach so! Hä, das sah doch voll süß aus. Mucki trollt. Hier ist die erste, die auf dem Prank. Nein! Mucki, du denkst. Weißt du, warum ich so auf diesen Prank reinfalle? Ja, ich möchte einmal. Hallo, Gronkh. Einmal ganz kurz sagen. Es gab da jemanden. Oder die Person lebt, glaube ich, noch. Die mir die ganze Zeit, jahrelang, nicht gesagt hat, dass ich seinen Namen falsch ausgesprochen habe. Ja, ja, wenn du das hörst, Cairo, ich finde und hole dich das nächste Mal, dass wir uns sehen. Du bist tot. Du bist ein toter Cairo. Und wenn mir das jetzt jemand erzählt, ich glaube das sofort, ne? Ich hab richtig Anxiety. Ihr sagt mir, du hast seit einem Jahr meinen Namen falsch ausgesprochen. Ganz ehrlich, du bist nicht die erste Person, die das macht. Warte mal, warum sind das so viele Facecams? Hallöchen, Igor Dino. Glaubst du? Ich habe Angst. Bitte sagt mir, wenn ich euren Namen falsch ausspreche, sagt mir das nicht erst seit einem Jahr, dass ihr hier aktiver Teil der Community wart, 100 Millionen Mal schon mit mir gequatscht habt und sagt dann, übrigens, Ki, ich heiße aber eigentlich gar nicht so. Kyro! Reaction auf die... Warte mal, also, wir haben hier... Oh, fucking hell. Zu viele Reactions. Ich bleib hier in der Ecke, ich glaube, hier ist gut. Die heißesten Streamer Deutschlands, wer Aster meine Eins? Sag mir einen... Sag mir jemanden, der geiler ist. Aber wenn ich den Ranking machen würde... Dann würde ich beispielsweise Matteo auf die Eins stellen. Dann blast euch doch endlich ein. Okay. Ich dachte, Gronkh sagt jetzt sowas wie, also ich würde mich auf die Eins stellen, aber so geht's natürlich auch. Der Erste, der dich damit verarscht, wahrscheinlich schon, die anderen meinen das ernst. Ich sehe 7 Leute einmal durchzählen. Einmal durchzählen. Oh, dann blast euch doch endlich ein. Nehmt euch ein Hotelzimmer. Nein. Ah! Oh, fuck. Ah!
gerade viel mehr fertig macht als dieser Jumpscare, ist der Blick von diesem Typen. Was war das? Ich hab so meinen Arm in der Jacke und, aber wisst ihr, ich hab die Jacke, also meine Jacke hängt so 10 Meter über meiner Hand drüber, weil ich meinen Arm so reingekurlt hab quasi. Und mit diesem Jackenfitzel hab ich gerade einfach nur um mich geschlagen, weil ich mich erschrocken hab. Nichts Wildes passiert, Chat. Willkommen zurück, Division! Also warte, ich kann euch das auch zeigen. Keine Quelle ausgewählt! Was? Are you kidding me? Achso. So, also das war hier so dieser Fitze, war so. Den hab ich nur so gemacht. Okay, wow. Egal. Oh, jetzt habe ich mich gemutet, anstatt die Handcam auszumachen. Also ich bin halt so ein Profi, wirklich. Key-Moment. Big Key-Moment. Und was mich noch viel mehr fertig macht als der Jumpscare, ist der Blick von diesem Typen. Bruder, bitte guck doch wenigstens so, als hättest du dich auch erschrocken. Du kannst mich doch nicht alleine sitzen lassen. Ich bin nicht gemutet. Ich sehe das ganz genau, Monkey. Ich sehe das ganz genau. Nein, tu doch bitte so, als hättest du dich erschrocken. Bitte. Ach so, warte. Danke! Jetzt fühle ich mich besser. Jetzt fühle ich mich besser, danke. Danke, du hast... You made my day. You made my night. Ich muss das ja ein bisschen dramatischer machen. Genau. Ne? Er war hier am... Oh Mann, das ist schön, dass er es am Ende auch gemacht hat. Oh, das ist schön, dass er es am Ende auch gemacht hat. Nein! Oh Gott. Ich hasse mein Leben. Warum sehen wir einen Typen auf einem Baum? Ich habe Fragen! Was ist los bei Knirns? Was ist los bei ihm? Warum sehen wir einen Typen auf einem Baum? Am Vogelhaus. Ein Vogelhaus. Nein, 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 nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Donation? Leute, ist nicht euer Ernst, Alter. Wer war hier vor Ort, Alter? Ein bisschen hier, ne? Hat er gerade eine Donation in den Baum bekommen? Er hat einfach eine Donation in einem Baum bekommen. Like. Er hat einfach eine Donation in einem Baum. Like. In einem Vogelhaus. Nee, mach ich nicht. Dann müsst ihr euch ja sagen, wo ich wohne. Nein. Lass mal Cash holen. Ja, wir haben es nötig. Wir brauchen. Wir müssen die anderen ja irgendwie mit durchfüttern, ne? Ja. Ich glaube, Treibsand. Gluck, 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 gluck. So lockt man Streamer also nach draußen, ne? Die Sache ist halt... Alter, Baum und ich donate auch was Nettes. Okay, ich sag dir, welcher Baum und du kannst dann bitte irgendwie, weiß ich nicht, Happy Hippos oder so. Die nehme ich gerne. Donation in ihren Briefkasten, ne? Oh Gott! Stell einen Kratzbaum, aber vielleicht klappt's auch bei dir, Kiki. Geld wächst also doch auf Bäumen. Bei dem Herren schon. Bei dem Herren schon. Kannst du den Vorhang wieder zuziehen? Ich hab genug gesehen. Danke für das Strick. Kannst du den Vorhang bitte wieder zuziehen? Ich habe Angst. Herzlich willkommen zur Weisheit des Tages. Damage und oder Kills bzw. Clipplays sind immer wichtiger als zu gewinnen und oder nach Objective zu spielen. Das erklärt alles. Das ist so am besten. Nicht erst nach einem Strauß. Das sah ein bisschen aus, als hätte der eine Bohne auf dem Kopf, oder? Das sah ein bisschen aus, als hätte der Junge eine Bohne auf dem Kopf, würde ich sagen. Ratte. Ratte? Ratte? Ach, die Ratte! Die Ratte, die in der Hose von dem einen Typen war. Ja, wisst ihr, die Ratte hat auch schon viel gesehen. Gute Nacht, Janik. Die Ratte hat auch safe schon eine ganze Menge gesehen. Die Ratte hat, weiß ich nicht, die ist schon rumgekommen. Danke, Pizzamann. Danke, Pizzamann, für diese Weisheit. Das erklärt alles. Oh Gott. So,
12 Monate bei Moki und ich habe nur eine Sache. Das Koko-Yoga, meine Damen und Herren. Ja. Das machen wir jeden Tag. Nein, 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 so kann ich nicht stehen. Okay. Du schaffst das! Balanciere sie! Balanciere sie! Die Ratte kennt nun auch kleine Gürkchen. Okay. Ich bin wie eine Ratte, ich bin ein Kiesbeutel. Bist du dir sicher? Hä, voll süß, die Ratte. Ich finde die Ratte niedlich. Ich finde die Ratte niedlich. Honestly. Not gonna lie. Die Ratte ist cute. Die Ratte ist schon süß. Du eine süße Ratte. Hallo, Klaus. Da kann mir doch kein Mensch erzählen, dass der Bus eine 100 schafft. Alter! Are you fucking... Bitch! Geil! Blut für den Blutgott! Was stand da? Da stand Blut für den Blutgott, Schädel für den Thron. Alle haben andere Katzen und wiederum auch andere auch Ratten. Ki hat. Was hab ich? Was hab ich? Walupale, Isse, ich hab kein Französisch. Hab's abgewählt. Nach der 11. Klasse. Aber der Song ist ganz gut. Der ist super. Ute, Papa, Ute. Ute, Papa, Ute. Nice. Nice. Ein Toast. Ich hab Toto. Scheiße, du hast recht. Nein, du musst mich doch nicht mit der harten Realität konfrontieren. Ich habe gerade vergessen, dass der noch hier ist. Ich habe gerade vergessen, dass der noch da ist. Ja, okay. Wieso ist dieses Auto so süß? Nevermind. Warum brennt das Auto? Doof gelaufen. Smart ist on fire! Könnte Key sein. Nur weil was brennt oder ich was. Also Chat. Ich bin nicht. Also. Das Auto gerade mich schockiert. Seid ihr dazu? Hot Wheels mal anders. Vielleicht doch nicht. Der Smart brennt. Aber Chat, nur weil was Dummes passiert, heißt es nicht immer, dass ich damit zu tun haben muss. Bam, 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 bam. Ich hab jetzt ein Gehirnatsfrau. Kazoo! Hier ist vielleicht nicht smart, aber sie ist hot. Was für hot? Okay, ich bin vieles, aber nicht hot. Verbindung zum Brennen und Smart sind schon naheliegend. Och komm, meine Mama hat kein Smart, die hat einen Fiat Panda, ja? Nur damit das klar ist. Wenn, dann hat ihr, hat ein Fiat Panda gebrannt und kein Smart. Das ist ein großer Unterschied. Und endlich. Ihren haben. Oh, ich will da meine Hand reinstecken und schwabbeln. Machen. Weil der Leute. Ihr nicht, also, like, das sind so Schwabbel, also. You know? Sein Gehirn! Mit Füßen! Ich will das anschwabbeln. Ich habe das Bedürfnis, dieses Gehirn anzuschwabbeln. Ich würde eher sagen, lauwarm. Aber immer wenn du was machst, passiert was Blödes. Geil. Ich frag mal Buna, sie hatte mein Gehirn in der Hand. Ich hatte auch schon mal ein Gehirn in der Hand. Buna ist nicht die einzige Person, die Biochemie studiert. Hast du wieder Intellektfresser aus NVN1? Sagt mir nix. Ash Move machen einfach mit der Hand rein. Heißt Ass, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt Ass. Ach, das ist das Ding aus Baldur's Gate. Ah, ich wollte gerade sagen, das Ding kommt mir voll bekannt vor. No King Shaming, wirklich. Wenn ich da meine Hand reinstecken will, will ich da meine Hand reinstecken. Wenn ich da meine Hand reinstecken will, will ich da meine Hand reinstecken. Das ist einfach so.
Das ist Intelligenz auf Abwägen. Das Ding ist, das hat, also in Relation, wenn ihr jetzt mal guckt, Gehirnmasse und damit auch Anzahl der Neuronen im Vergleich zum restlichen Körper, ist das Ding wahrscheinlich das intelligenteste Wesen. Ansonsten, man guckt immer so Gehirnmasse zur Größe des restlichen Körpers teilweise. Hat man zumindest früher gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob das, weil man dann irgendwann rausgefunden hat, dass die Neurondichte wichtiger ist als Gehirnmasse in Relation zum Körper. Aber da das ja auch ein sehr ausgeweitetes Gehirn zu sein scheint, weil das ja so viele Furchen hier und sowas hat und wahrscheinlich auch einfach ein menschliches Gehirn ist, ist das Ding wahrscheinlich schlauer als wir alle zusammen. Sind wir mal ehrlich. That's what she said. Was? Sie hatte mein Gehirn an der Scheibe meines Bahnfensters. Vielleicht war es auch ein Fuß. Sieht das so ähnlich aus? Hallo, Malu. Hallo. Nein, du musst dich dafür nicht entschuldigen. Alles gut. Viel Spaß noch, Belas. Viel Spaß dir beim Arbeiten. Sicht am Anfang STD, da will ich meine. Nein, das ist komisch, okay. Gehirne anfummeln. Yum, yum, yum. Doch nicht sowieso, du da was rein. Immer was reinstecken möchtest. Reinstecken ist lustig. Ich. Reinstecken ist lustig. Ich wollte schon immer ein Gehirn haben. Ja. Der Duplex 4, wenn du Gitter und Wasseradern und Verwerfungen zu Hause hast, das destabilisiert deinen Orgasmus. Was? Warte, ich muss zurückspulen und mitschreiben. Ich habe Fragen. Hallo, das kannst du doch nicht so. Habt ihr irgendwie Was destabilisiert dein Eine coole Frage parat? Was zum? Warum? Was ist warum? Was? Hä? Ach du Scheiße. Warum ist er auf einmal ein Balkan? Gemein. Organismus möchte ich. Ja, wahrscheinlich meint sie Organismus. Dann irgendwas, was man destabilisieren wollte. Sie meint wahrscheinlich Organismus. Sie hat sich ja versprochen. Sie hat sich ja verplappert. Verplappert. Beplappert. Beplappert, verplappert, falsch geplappert. Bestimmt auf den Knopf gelegt. Warte, auf welchen Knopf? Ach so! Oh, heute läuft bei mir echt nicht mit Denken. Honestly? Nein! Mama, bitte hol mich ab. Ich blamiere mich gerade im Internet, weil ich nicht denken kann. Mama, ich weiß doch auch nicht, warum ich das mache. Doch, ich weiß warum. Aber warum hast du mir damals kein großes Gehirn vererbt? Mama, wenn du mir ein großes Gehirn vererbt hättest, dann wäre das alles nicht so schlimm. Oder zumindest ein funktionierendes. Also, es muss ja nicht groß sein. Es muss ja nur funktionieren. Entschuldigung, Schatz. Kennst du Drag? Nee, wer ist das? Vielleicht waren die gerade einfach nicht auf Lager. Ich glaube auch. Ich wurde zu einer schlechten Zeit produziert. Hallo Schiefkopf, das war einer ihrer Mods mit dem Balken, um sie zu ärgern. Hä? Warum können meine Mods sowas nicht? Zum Glück können meine Mods sowas nicht. Ich habe ein T-Shirt mit dem neuen Meter drauf. Das habe ich, glaube ich, gelöscht. Laken über die Tür zu hängen, das, der Ärger wäre unnötig, wenn sie dich abholen soll. Stimmt. Gehirne waren ausverkauft. Mama, warum hast du nicht gewartet, bis wieder Gehirne in Stock waren, bevor du mich produziert hast, Mama? Guck mal. Ich möchte hier echt nicht sein. Ich glaube, du bist da ganz gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, du bist da ganz gut. Oh mein Gott, ich will hier nicht mehr sein. Oh mein Gott, ich will... Bleib einfach im großen Gras. Imagine, du bist ein Pokémon. Stell dir vor, du bist ein Pokémon. Sei ein Pokémon. Gail, danke schön. Nicht mehr. Erst kommt der... Sei ein Pokémon. Warum haben alle geile Küchen? Und ich nicht. Sei ein Taubsi. Ich muss so viel schocken. Ich glaube, der macht mich ein wenig nervös. Warte mal, wo ist der Kühlschrank? Warum ist die Küche so riesig? Habe ich gerade gesagt, Kuchen aus dem Kühlschrank? Nee, oder? Ja, und die haben mich gefragt, warum der Kühlschrank aussieht wie ein Backofen. Ich habe mich gefragt, warum der Kühlschrank aussieht wie ein Backofen. Ich wollte schon fragen, was ist das denn für ein Hightech-Ding?
Warum hab ich sowas nicht? Ich stopfe das Papier in mein... Oh, nein! Chat, I did something dumb. Again. Ich habe hier zwei Uvu-Dosen. Ja, eines leer, eines voll. Ich habe gerade das Papier von dem Schokobonbon, den ich vorhin gegessen habe, in eine Uvu-Dose gestopft. Weil ich dachte, das ist jetzt mein Mülleimer für den Tisch, wisst ihr? Also ich dachte mir, okay, das ist jetzt mein Mülleimer für den Tisch, für mein Schokobon. Aber anstatt, dass ich sie in die leere gepackt habe, habe ich das Papier in die volle gemacht. Kann ich das jetzt noch trinken? Also es ist halt das falsche Loch gewesen, ne? Lenny hat total 17 Monate. Wieso musst du mal Dinge reinstecken? Habe ich doch eben schon gesagt, weil das lustig ist. Weil das lustig ist. Uwe mit Schokobons Geschmack. Ich schmecke nichts. Ich glaube, das ist noch trinkbar. Ich glaube, es ist nichts Schlimmes passiert. Man konnte den auch töten. Was wäre dann passiert? Na, dann wäre er tot. Ja. Ach nee. Dann wäre er tot. Ach nee. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt da zu wenig Erde. Nein! Soll es nicht bald Cola-Dose geben? Yes, bald kommt Cola-Geschmack. Bald kommt Cola-Geschmack raus. Yes, bei Uwu. Just Chatting Sims, oh mein Gott. Wieso ändert man Kategorien? Hallo, ich grüße alle, die von Marius ignoriert werden. Also hallo Sabrina, Parma Wallaby, Imkunaldo, Oshmosh, Stroja, Jan Mani, Simbirdi, Sabrina, Sniffinglü, Prezi, Schmitte, Sabrina und GolemGuy69. Ich hab das Gefühl, Sabrina wird häufig ignoriert. Ist nur so eine Idee. Ist nur so eine Idee. Also... An Kiew, Uwu Drinks, maybe irgendwann in der Zukunft in 10 Jahren. Es gibt mir gerade eine geile Idee. Oh nein, Hitoshi. Komm schon auch so mit Top mit Apfelsaft. Ich glaube, die Cola geht auf jeden Fall gut mit Rum oder so. Bestimmt. Bestimmt. Rum-Cola. Halt anders. Rum-Cola, nur anders. Definitiv. Mm. Rum pur. Oh Gott. Ich habe jetzt beschlossen, die leere Dose stelle ich jetzt so weit nach hinten, dass ich da nicht mehr ranreiche, damit ich hier nichts kaputt mache. Also, ich muss mich jetzt so hart verrenken, daran zu kommen, dass es nicht mehr worth it ist. Oh, Babysitten, nice. Nice. Nicht viel. Ah! Oh nein, das Haus! Das schöne Haus! Tschüss Haus. Tschüss Haus. Wenn irgendjemand Corona hat, kann man hiermit natürlich einfach mal checken, was stimmt mit mir, was stimmt mit mir nicht. Und man kann damit checken, was nicht mit mir stimmt. Ich brauch das Ding. Bitte 5 davon. Mindestens. Ich mach mindestens 4 davon kaputt. Eine random Frage. Kannst du Handstand? Ja, tatsächlich schon. Hättest du nicht gedacht, aber ich kann Handstand. Oh nein. Katze macht Schwanz rein. Lecker, lecker. Ich brauch das Ding auch. Lasst uns rausfinden, was nicht mit uns stimmt. Bocky kann was. Wer von euch kann Handstand? Chat, wer von euch kann Handstand? Show me. Wurde gesponsert von Miss Piggy und Wasser. Das ist meine Nase. Oh, ist das schön! Wow, das war ein schönes Duett. Also wirklich. Wirklich ein schönes Duett. Das war eine extra wilde Folge. Absolut extra wild. Clippy. Danke für die schöne Folge, die wir gerade geschaut haben. Vielen Dank für deine Arbeit. Wie lange war das jetzt? 2 Stunden?
Ja.